Hey, yo zusammen und willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2. Haben wir Musik? Haben wir irgendwas? Ja, und zwar zeige ich euch jetzt das Replay, das ich gerade eben gespielt habe. Ich habe ja letztes Mal versucht, gegen diese Beastman Army klarzukommen, die ich in der Kampagne getroffen hätte, und dachte mir, keine Chance, das schaffe ich nicht. So, jetzt habe ich es ja letztes Mal versucht und verkackt. Aber heute Morgen dachte ich mir, komm, versuch's das nochmal, und ich habe es First Try geschafft. Es ist also möglich. Und was ich gemacht habe, war erstmal, ich habe mich ein bisschen breiter aufgestellt. Nicht viel, aber ein bisschen mit den Katapulten, die Kanonen seitlich. Die jetzt auch schon anfangen zu feuern. Auf diese Gorgors, glaube ich, müsste es sein. Oder sie feuern erst auf den Großhäuptling, ich weiß jetzt gar nicht. Muss man mal gucken, ja. Feuern jetzt hier drauf, machen ein bisschen Damage, ja, guter Schaden. Ich habe die Rattlings und die Jezails so ein bisschen, ja, so ein bisschen verteilt, nicht viel, aber ein bisschen, und drumherum halt so eine Konkave gemacht. So, ich fange auch sofort an, Clanratten zu beschwören hier, ja, kannst du auch sehen, die kommen hier gerade raus. Mit dem Seuchenpriester. Genau. So, das war das, was ich am Anfang jetzt gemacht habe. Die Kanonen laufen schon ein bisschen. Ist jetzt auch nicht so gut, aber okay. Weil ich halt jetzt auf diesen Gorgor schießen möchte, der auch richtig Schaden nimmt, ist auch wichtig. Und ich glaube, die Jezails greifen dann den Großhäuptling an. So. Also, ihr seht schon, die Kanonen sind extrem gut gegen große Ziele. Weil das Viech ist halt schon halb tot und ist noch nicht mal zur Hälfte über die Map gelaufen. Das heißt, da kann man mit den Kanonen natürlich sehr guten Schaden machen. Was ich normalerweise in der Kampagne machen wollen würde, wäre hinten Ratten beschwören, vorne mit irgendwelchen Einheiten, zum Beispiel Quieg, rumlaufen. Oder halt mit beschworenen Ratten, so viel wie es geht. Versuchen die Gegner aufzuhalten, zum Blob zu bewegen, damit man da schön Splash drauf knallen kann. Irgendwie sowas, das wäre das Ziel. So, die Jezails greifen noch dort an. Ja, und dieser Gorgor, der ist so gut wie tot, ne? Der hat schon keinen Bock mehr. Der ist gleich weg. Natürlich ist dieser Kampf nicht repräsentativ für eine Kampagne, weil in der Kampagne hast du andere Buffs. Vielleicht haben die KI-Gegner die viel mehr Rüstung oder mehr Führerschaft, das kann alles sein. Aber erstmal bin ich froh, dass ich es, nachdem ich es letztes Mal zweimal nicht geschafft habe, jetzt überhaupt geschafft habe. So, dann habe ich die Katapulte umgreifen lassen auf verschiedene Ziele. Hier zum Beispiel, dort, da drüben glaube ich noch irgendwie, und vielleicht hier auf diese Bestigor-Herde oder wie die heißen. Ja. So, dann Ziel gewechselt. Die Jezails greifen den Großhäuptling an, damit der wegstirbt. Und ich glaube, die Kanonen fangen dann an, den anderen Gorgor anzugreifen. Das müsste man auch bald sehen. So, hier habe ich die Clanratten mal vorgeschickt, damit die ein bisschen den Gegner aufhalten. Und hier seitlich muss man halt aufpassen, dass man nicht flankiert wird. Bisher schaut es noch sehr gut aus. Bisher habe ich nur Schaden gemacht und kaum Schaden genommen. So, also ihr seht schon, die Jezails richtig gut gegen den Großhäuptling, der hält da gar nichts aus, der stirbt. Jetzt wird es aber eng, die Gegner kommen immer näher ran. Ich finde es gut, dass die Rattling-Kanonen endlich anfangen zu schießen. Hier zumindest. Die schießen leider noch nicht. Die auch noch nicht und die auch noch nicht. Das ist natürlich doof, weil eigentlich müssten sie schießen können. Aber die sind wahrscheinlich, hätte ich sie weiter hier hinstellen müssen. Es ist wirklich schwer zu verstehen, wo was schießen soll und wo was stehen soll. Weil die Rattling-Kanonen schießen, ne, die haben hier einen schönen Feuermodus. So, das ist tiefer, geht's nicht, aber die sehen dahin. Wenn ich jetzt hier rüber gucke, die Jezails können auch schießen. So, und wo sind jetzt meine Rattlings? Hier. Jetzt schießen sie auch endlich. Das ist wichtig. Das sind wieder Jezails. Das heißt, ich habe zwei Rattling Gunners, die schießen. Drei sind es jetzt sogar schon. Gut.
der schießt noch nicht, obwohl er eigentlich schießen können müsste. Er will aber nicht, der müsste weiter vorne stehen. Der steht nicht so gut, leider. Die bleiben noch stehen, obwohl ich sie eigentlich hier seitlich schicken könnte zum Flankieren. Und hier habe ich jetzt dann langsam auch endlich reagiert. Damit ich das abfangen kann. So, und hier bin ich jetzt sehr gefährdet. Wenn er jetzt hier drauf geht, bin ich am Arsch. Das heißt, da sollte ich eigentlich langsam mal reagieren, um irgendwas hinzuschicken. Weil er kommt durch. Na, das heißt, da hätte ich was beschwören müssen. Und das ist halt wieder so eine Sache. Oder der Seuchenpriester muss dahin. Irgendwas zum Deffen. Normalerweise hätte ich die Schrecken aus der Tiefe und mehr Winds of Magic, mit denen ich nochmal was beschwören könnte. Weil der rennt jetzt hier drauf. Ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier haben wir einen Blob. Das ist eigentlich perfekt. Wenn halt die Rattling Guns drauf schießen würden. Was sie jetzt alles nicht machen. Die schießen halt immer noch nicht. Ne? Auf die... Was sind das? Centigors. Was sind denn Centigors? Ach du Scheiße. Yo! Okay. Ja, die greifen sehr seltsam an. Okay. So, also hier habe ich ihn aufgehalten, hier habe ich ihn aufgehalten, hier habe ich ihn aufgehalten. Das ist alles sehr gut, nur hier nicht. Aber die sind schon verletzt. Das heißt, es müsste eigentlich passen, dass ich hier durchkomme, das überlebe, auch wenn es teuer ist. Genau, die Katapulte feuern da drauf. Die werden hier abgefangen. Hier kommen wir mit kleinen Ratten zurück. Jetzt fangen endlich die an zu schießen. Wo ihr schon sehen könnt, das macht schon guten Schaden. Ja. Und hier kommt er nicht mehr wirklich weiter. Das ist zu viel Damage. Zu viel Warp-Damage, der da durchkommt. Zu viel Grün. Zu viel Pest. Und ja, der Gegner haut jetzt hier ab. Was ich noch gucken müsste gleich wäre, habe ich das auf legendärer Schwierigkeit gespielt oder nicht? Weil ich habe das Gefühl, die Führerschaft bricht sehr früh. Was in der Kampagne meist nicht der Fall ist. So, hier wird jetzt Schaden gemacht, hier wird Schaden gemacht. Und im Großen und Ganzen die meisten Einheiten fliehen, weswegen ich jetzt hier schon gewonnen habe. Ich muss nur noch aufräumen. Und das war es dann auch so ziemlich. Hier wird noch drauf gefeuert. Aber ihr seht schon, wie chaotisch das alles wird, wenn es der Gegner schafft, zu den Waffenteams durchzudringen. Das muss man halt wirklich verhindern. Ja, das muss man wirklich verhindern und damit ist halt dann vorbei gewesen. Und dann kann man halt mal gucken. So, die Kanone hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber es geht. Die Katapulte waren gut dabei, aber halt wieder die Rattling-Kanone. Die haben nicht viel getötet. Aber der Schaden, schaut's mal, der Schaden ist nicht so weit auseinander, obwohl sie nicht so viel getötet haben. Da muss man echt aufpassen. Hier. Ähnlicher Schaden, sogar besserer Schaden, hat aber weniger getötet. Also die Todeszahlen alleine sagen nichts aus. Man muss wirklich auf den Schaden gucken. Was ich nicht weiß, ist, was dieser Schadenswert bedeutet. Aber wahrscheinlich ist ein hoher Schadenswert gut. Ja, heißt halt Schadenswert. Keine Ahnung, was das aussagt. Die Giselle zum Beispiel haben nicht viel getötet, haben aber gut Damage gemacht. Ne? So. Der wurde einfach weggeböllert. Der auch. Und das war schon wichtig. Also man kann es schaffen. Es ist machbar. Ja. Es ist machbar. Gut. Das wollte ich euch zeigen. Dann gehen wir jetzt mal in die Kampagne rein. Und gucken mal, wo wir da stehen. Und was wir da jetzt noch machen. Ein bisschen zocken möchte ich. Nachher muss ich dann noch Bewerbungen raushauen. Und dann mal sehen. Was und wie und wer und wo. Ne? So. Upsi. Hallo. So. Ja, das lädt jetzt alles ein bisschen. Ich mache jetzt kurz Pause und hole euch dann dazu, wenn es fertig geladen hat. So, fertig geladen hat er. Sehr schön.
Okay, wo sind wir? Was tun wir? Was wollen wir? Ich brauche erstmal einen Überblick. Okay. In Lybaras. Wo sind meine Armeen? In Lybaras wird noch gebaut. Hier drüben wird geplündert. Okay. Rasetra haben wir angegriffen. Genau, wir gehen zurück. Wir gehen zurück, um sicherzustellen, dass wir hier nicht wieder etwas verlieren. Aber wir plündern noch, genau. Wo plündern wir? Da ist besser. So. Gut. Wir können natürlich hier wieder bauen. Aber. Lass mich mal gucken. Genau, ich brauche hier noch Giselles. Zwei Stück. Die kriege ich bald. Sehr gut, ja. Okay, machen wir mal. Okay. Giselles, was fehlt denn hier noch? Ah, und die Waffenteams. 4-2. Ja, genau, dann haben wir es. Okay. Gut, der läuft. Tretch macht Stuff. Da habe ich ja gesagt, das lassen wir, wie es ist. Weil ich habe zwar gerade geschafft, das anzugreifen, ich könnte es angreifen, ne? Aber muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Ulgos, Minotauren, ja. Siehst du, Minotauren habe ich vergessen. Weil er hat halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Single-Target oder Low, 11 sogar. Ja. Und da habe ich nicht genug. Das ist gefährlich, das lassen wir jetzt mal. Okay. Was kann ich bauen? Wo kann ich bauen? Ich muss ja weiter, oder ich möchte weiter expandieren. Schaut's mal. Genau. Hier zum Beispiel ein bisschen mehr Nahrung machen. Nahrung ist immer wichtig. So. Wie schaut es hier zum Beispiel aus? Hier könnte man noch ein bisschen was bauen. Ja? Mehr Nahrung, mehr Stuff. Weil ich habe zwar jetzt Nahrung, weil ich plündere, aber wenn ich nicht plündern würde, hätte ich Nahrungsprobleme. Ich muss da wirklich dranbleiben mit der Nahrung. So, und hier... Hallo? Wieso ist das kaputt? Hallo? Ja, toll. Das haben die abgerissen. Dann haben sie es eingenommen. Okay. Doof. Hier unten zum Beispiel könnte ich doch auch mal was bauen, oder? Ich habe hier nur das gebaut und das war's. Ist natürlich ein bisschen wenig. Yo. Will ich das abreißen? Ich würde mal sagen, ja. Weil, also die Forschungsrate ist gut und alles, aber... Ich würde hier jetzt lieber das Geld machen. Weil im Augenblick brauche ich auch keine Warblock-Techniker. Caps. Jetzt schauen wir nochmal rein. Brauche ich gerade nicht. Ich finde es eh lustig, dass ich 4 von 5 habe. Weil ich habe nur 3 Armeen. Kriegsherr, Assassine. Untergangstechnikus, Warblock-Techniker, Seuchenpriester-Häuptling, das passt. Warblock-Techniker, Seuchenpriester-Häuptling, das passt. Warblock-Techniker, Seuchenpriester-Häuptling, Fanglieder, ja, das passt und das war's. Ja gut, dann reißt man das da drüben ab, weil das brauche ich da jetzt nicht mehr. Also die Forschung ist nice, aber whatever. So, Kommandant nicht bewegt, der bleibt auch, wo er ist. Und gut ist. So. Das ist der Untergangstechniker. Gut. Mit denen würde ich gerne Handel treiben. Mit Clan Vulkan. Die haben ein ziemlich cooles Banner. Wirkt so ein bisschen Skaven Deutschland mäßig. Gut. Hackreif ist schwach. Clan Scryer ist nicht mehr so stark. So.
So, Piraten, Lybaras. Ich glaube aber, dass ich die Echsen und Lybaras bald wegbekomme. Und dann habe ich da unten wenigstens alles fertig und gehört mir. Hat lang gedauert dann, aber dann habe ich es geschafft. Ich werde auf jeden Fall demnächst eine vierte Armee ausheben müssen. Wobei, doch, ich mache jetzt, pass auf, das ist mein neuer Plan, ich mache eine vierte Armee. Und je nachdem, wie ich es mit dem Geld hinkriege, würde ich gerne jeder Armee eine Zweitarmee hinzufügen, die halt voller Clanratten ist oder so. Na, einfach nur Meat Shield, damit ich einfach meine Waffenteams ein bisschen besser schützen kann. Das heißt, ich würde denen halt, keine Ahnung, einen Haufen Clanratten geben, zwei Katapulte dazu oder so, vielleicht ein paar Giselles, ich weiß es noch nicht, einfach ein bisschen noch Feuerpower, aber der größte Anteil Clanratten und fertig ist. Ne? Ich find's krass, ja, tschüss, wie jetzt von links hier, von Westen, so viel Bums kommt. So, Dings fertiggestellt, das ist perfekt. Dann können wir da nämlich gleich weitermachen. Das sind 180, dann machen wir jetzt lieber so das Geld und die Nahrung dazu. So. Und da unten wollte ich ja auch noch Nahrung machen, ne? Geld. So. Gut. So. Quick, du bist fertig. Ja, dann. Plündern, töten, ausrauben, egal. Gut, das haben wir bald. Da können wir drauf Blitz schlagen. Ist eigentlich egal. Ah. So. Ausrauben. So. Gibt wieder gut Geld. Ja. Ich würde mal sagen, dass ich das jetzt einfach über... Nein! Jetzt habe ich es auf Stufe 1 übernommen. Gut, dann machen wir jetzt erst Rassetra. Das ist jetzt natürlich super. Jawohl. Okay. Ist jetzt so, dann müssen wir es halt langsam aufbauen. Pech gehabt. Na, passiert. Missklick. Passiert. So. Da geht noch nichts. Das dauert noch eine Runde. Okay. Ein Waffenteam. Zwei Waffenteams. Nahrung. Aber Nahrung sieht gerade gar nicht so schlecht aus. So, ja genau, ich wollte irgendwann noch eine solche Armee bauen. Genau. Das dauert aber noch. Und da brauche ich dann auch, ich weiß doch gar nicht, wahrscheinlich vielleicht einen Eschenzauberer. Da muss ich mal gucken. Warte mal, welche Zauber sind denn bei Eschen gut? Untergang. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Kann ein Untergangstechnik... Warte mal. Nee, der kann doch nichts, oder? Nee, der kann gar nichts. Okay, es gibt... Eschenzauberer und Seuchenpriester. Und das war's. Ach so, nee, warte, es gibt noch den Warblock-Techniker. Der Warblock-Techniker hat das. Ja, genau. Okay. So, weil Eschen hat Tarnung. Schwefelsprung, Schleicher, genau. Rüstung der Finsternis, auch nicht schlecht. Knochen. Okay, den würde ich dann gerne nehmen. Das heißt aber, ich brauche irgendwoher muss ich dann das Gebäude mal bauen. Die verborgene Höhle. Habe ich die nicht irgendwo hingebaut? Nee, habe ich noch nicht. Okay, kommt dann in Rassetra. Okay, in Rassetra kommt es dann. Weil, was haben wir hier? Was ist das? Ist das?
solchen Priester, genau. Solchen Schleuderer oder solchen Mönche. Glaskanone. Er hat schon guten Damage, aber. Todeswart. Höllengeburt, genau. Nee, das machen wir dann. Die vierte Armee wird dann eine Brutschreckenarmee, einfach damit ich mal noch ein bisschen was anderes habe. So zum Gucken, das ist so eine Monsterarmee. Mit einem Zauberer. Und ein bisschen, bis ein paar so Schattenläufer oder so. Mal gucken, keine Ahnung. Okay. Gut, das Geld behalte ich jetzt erstmal, wie es ist. Ich warte jetzt, weil nächste Runde will ich ausbilden. Untergang in 3 Runden, das ist auch wieder wichtig. So. Ja, dann machen wir jetzt noch die beiden Dinger fertig und gut ist. Schaden kann es ja nicht. Should kill when get a chance. Der Spaltenruf. Ich meine, der hat. Der macht Rüstung und Führerschaft weg, aber kostet halt auch sau viel. Na, das ist halt so. Bäh. Heldenaktion und Rekrutierungsaktion. Einkommen stärken, das könnte man noch machen. Das ist auch nicht schlecht. Ist halt. Oder einfach noch die Rüstung und die Geschossresistenz hoch. Genau. So, ich bin kampforientiert. Gut. Mit dem Geld habe ich gesagt, warte ich. Ich würde zwar gern was machen. Jawohl, vielleicht. In der dunklen Festung kann ich nichts bauen. Der Hexenberg wurde abgerissen. Hier. Schaut's mal. Hier könnte ich noch ein bisschen Geld machen. Und ein bisschen Nahrung. So. Okay, wir machen jetzt einfach ein bisschen Geld, ne? Ich hab's auch gesagt, ich soll das Geld behalten. Hab's wieder nicht gemacht, ist halt so. Whatever. Dauert halt einfach alles ein bisschen. Naja. Es ist, wie es ist. Genau. Ja, wahrscheinlich wird er da. Obwohl Rasetra dürfte jetzt dann tot sein. Die haben nichts mehr. Das heißt, ich kann mich auf die Echsen konzentrieren. Dann nehmen wir jetzt noch Rasetra ein. Ich weiß, ich bin dann wieder zu schnell, aber die Nahrung habe ich aktuell. Ich muss den Bums ja nicht sofort ausbauen. So, der macht jetzt Suicide. Glückwunsch. Ist voll egal. Ja, mach weg. Die mochten mich, glaube ich, eigentlich. Ah, okay, er bringt sich selber um. Perfekt. Genau, die Anhänger der Nagash, aber die sterben. Nee, auch Reikland ist stark. Noch. Ich bin mal gespannt, ob ich die Kriegshorden und was war es, Björnlinge, ob ich die überlebe. Karas Akarak scheint auch von der Chaos-Invasion betroffen zu sein. Nämlich ziemlich heftig. Was ist denn Mechaniker für ein Anhänger? Was macht der? Ah ja, okay. So, machen wir weiter hier. Tlaxtlan, Clan Vulkan lebt noch. Ja. So. Björnlinger. Die sind schon stark. Dass die auf einmal so stark sind, weil die waren nie so stark. Also, wann immer ich mit den Echsen gespielt habe oder mit den Elfen, waren die so. Vor allem, dass sie jetzt hier sind. Die sind halt noch hoch im Norden eigentlich. Dass sie jetzt da unten auftauchen und auch den Donut anfangen anzugreifen, also Ulthorn, ist euer schon Einfluss weitet sich aus, so So. mächtiger Herr. Schaut's mal, geht alles raus. Eure nicht endenden Siege ändern das Schicksal selbst. Die Welt geht, ob eurer Ah ja. unüberwindlichen Macht, in die Knie. Genau. So, möchtest du handeln? Why not? Kann ich ihn dazu bringen zu handeln? Nein. Okay. Der mag mich halt wenig.
passiv. Ich würde halt gern handeln, weil das halt echt Geld bringt. Will aber nicht. Eure Forderung. Na, da gibt nichts. Ja, schade. Na gut. Dann geht's halt nicht. So, Kommandant nicht bewegt. Chieftain of the Deep Warrens. Ja, wie ist das mit Numas? Numas ist auch nichts mehr wert. Das gibt's alles nicht mehr. Alter, da ist alles ruiniert worden. Krass. Okay. Gut, der bleibt halt da jetzt, ne? Der bleibt da, der plündert. Das ist das, was der macht. So, Quick. Auf nach Vasetra. Das können wir mal machen. Hat er gerade Meme gesagt? Killslave Meme? Ja, drauf da, ne? Schön drauf da. Instant Freeven. So. So. Boom. Stufe 4. Das passt schon mal ganz gut. Das kommt weg. So, was ich gesagt habe, was ich brauche, wäre das hier, Mäuerchen, na, ja, Nahrung jetzt hier nicht, die beiden Gebäude noch. Aber, das wartet, weil ich möchte der anderen Armee hier noch Truppen zustecken. Und zwar folgende. Zwei Gisails. Ah, ich krieg nur zwei Rattling-Kanonen. Okay, dann muss ich hier noch Rattling-Kanonen ausbauen. Werden noch irgendwo Rattling-Kanonen ausgebaut? Nein. Hier nicht. Hier hätte ich gekonnt, aber... Ja gut, muss ich nächste Runde oder übernächste Runde machen. Okay, aha, aha. Machen wir mal... Genau, hier machen wir Steuern. Hier machen wir Steuern. Hier machen wir noch keine Steuern, aber das passt im Augenblick. Und hier brauche ich noch keine Steuern. Hier könnten wir Nahrung machen. So. Stinks like a glacier. Ja, was machen wir jetzt hier noch? Mehr Rüstung. Trust him for now now. For now now. Ja, öffentliche Ordnung ist nicht schlecht, aber... Lieber mehr Defense. Untrusted Worm. Genau. Poison after. So. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Passt, passt. Der läuft. Passt. Ja, der plündert da halt. Kann man angreifen. Kann man plündern. Ist so. I'll lead from rear. Suck it! Take, take! Blade steel! So. No! Gut. Should ah, ja. Kill when get a chance. Ah ja, aha. Ja, es hat sich doch schon wieder gelohnt. Stinks like a glacier. Gut. Okay. So, alles fertiggestellt und trotzdem wird das Geld nicht mehr. Es ist echt nervig. Und sehr bedauerlich. Okay, da hat's was. Fies, fies, fies. Na denn. Okay, die letzten Verteidiger. Ja, die leben noch. Und die leben noch recht gut. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt weiter vorgehe. Ich hätte natürlich Lust, Tretsch mit nach rechts zu holen, einfach damit ich von zwei Flanken aus angreifen kann. Dass ich runter zum goldenen Turm gehe, während ich rechts in den zum ich glaube, Tempel der Schädel noch hinkomme, aber das ist nicht so easy. Weil bis der da ist und links, ne. Okay, solange mich die Zwerge in Ruhe lassen, ist alles in Ordnung. Im Augenblick schaut's friedlich aus. Aber das wird sich irgendwann noch ändern. Also Chaos ist gerade extrem. Und Chaos ist gefährlich.
Die haben nämlich sehr viele, sehr starke Low-Entity-Units. Also so 40 Schwertkämpfer, 12 Nahkämpfer, 8 Pikeniere, viele Single-Target-Dingslies. Die haben nicht so wie Skaven 200 pro. Haben sie nicht. Bei den Sklaven zum Beispiel. Ja. So. Oder bei den Tomb Kings 120 Dingsleute. Skelettkrieger und so. Haben sie halt nicht. So, Clan Fester. Will ich die haben? Ja, noch nicht. Nee. Noch nicht. So, Unterhalt für alle Einheiten geht runter. Interessiert aber herzlich wenig. Toll. Na gut. Öffentliche Ordnung. Das können wir machen. Das schadet nicht. So. Warte mal. Ah, dem fehlt hier das Waffenteam. Genau. Okay. Gut. Ich würde jetzt langsam hier runter gehen. Weil wenn sie das einnehmen, nehmen sie es ein. Ne? Das ist dann wie es ist. So. Plündern. Theotika. Gibt gut Geld. Oh ja. Oh hell yeah. Nicht so gefährlich. Das geht. So, Rasetra. Der baut noch. Das passt. My command. Okay. Die Waffenteams. Okay. Ja gut, viel geht hier gerade nicht, ne? Nee, muss ich warten. Okay. Nahrung wird langsam besser. Klar, deswegen habe ich natürlich auch weniger, weil ich hier den Unterhalt nicht noch mehr habe. Aber, ja. Okay, öffentliche Ordnung. Das lohnt sich nicht. Das sieht gut aus. Dann machen wir Geld. Das sieht gut aus, dann machen wir auch Geld. Sehr schön. Dann können wir wieder angreifen, ne? Einfach plündern, plündern, plündern. Immer plündern. So. Weil es gibt halt auch Erfahrung, ne? Seht ihr das? Das ist schon. So, das haben wir. Dann hat der natürlich Warp gewieft für Katapulte und Blitzkanonen und dann kriegt er noch das Stirb oder Steh oder Stirb. Der bekommt die magischen Reserven. Dann geht's auch hier weiter. Should kill when get a chance. So. Und was haben wir hier noch? Stinks like a glacier. Ja, machen wir mal so. Gut. Ja, muss ich jetzt warten, ne? Der braucht halt noch zwei Rattling Gun Teams, die ich erst bekomme, wenn das fertig gebaut ist und ich hier irgendwas ausbaue. Oder hier dann halt weiter. Ja. Hier habe ich zwei, hier kriege ich eins, sind drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 darf ich. 3, 7, 2. Ja, fehlen noch 2, genau. Damit ich auf 11 komme. 12 ist das Regiment of Renown. Ja, genau. Aha. Gut. Okay. Ich bin da mal sehr gespannt später, ob ich es hinbekomme, dort noch die Einheiten, also diese Bonusarmeen hinzukriegen. Ich brauche halt Geld. Das ist das Ding. Ich habe gerade echt wenig Kohle. Und dabei gehört mir schon sehr viel an Stuff. Ich habe aber auch einige Unterstädte verloren. In der Wüste. Also Khemri zum Beispiel, glaube ich, ist komplett tot. Das ist halt nix, ne? Khemri ist, glaube ich, tot. So, ich werde den goldenen Turm angreifen, aber ich schaue mir erst an, was er da drin hat. Und ich müsste mal in die Wüste gucken, weil vieles davon wurde vernichtet, ne?
Hier, wo ist Kemri? Ruinen? Kemri? Gibt's so nicht mehr. Ja, ja, genau. Gehört den Wächtern. Aha. Ja, ja, geht's mal weiter hier. So. Chaoskrieger, uninteressant. Bam, 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 bam. Na komm. Mit denen würde ich immer noch gerne, aber die mögen mich nicht gut genug. Das ist schade, weil das wären wirklich eine Menge Kohle. Ich würde gerne mit den Leuten handeln. Aber ich kann halt nicht. Das ist das Ding. Ich kann mit ihnen nicht handeln. So, Intriger läuft ab. Schaut mal, wie teuer der Bums wird. Okay. Ja, also ohne die Intrige könnte ich mir gerade gar nichts leisten. Der Turm hat Tempelwächter, Sauros. Ansonsten sehr ungefährlich. Das ist natürlich riskant. Krokar ist wieder da. Okay. Das gibt mehr Geld. Ja, dann plündere ich halt jetzt hier so ein bisschen. Ne? Ist ja erstmal in Ordnung. So. Das müssen wir noch ausbauen. Mäuerchen werden gebaut. Das ist gut. So, kriegst du jetzt noch mal ein Waffenteam? Ja, eins noch, okay. Ich könnte auch mal eine Armee nur mit Warpflammenwerfer bauen. Das ist bestimmt auch lustig. Okay, also, und danach, sobald das fertig ist, noch mal, dann haben wir das fertig. Hier gibt es ja gerade echt nichts zu holen. Und hier wurde viel zerstört, ne? Ich baue mich hier auch nicht wirklich aus. Noch ein Problem, um das ich mich kümmern sollte. Weil ich hier noch viele Unterstädte bauen könnte. Theoretisch. Ja. Okay. Die würden wahrscheinlich, aber es geht halt nicht. Okay. Das ist halt alles nichts wert hier, ne? Nope. So, und dann sind wir schon bei der Schwarzen Pyramide. Mit denen will ich halt keinen Stress haben. Auch wenn da viel Geld liegt. Die hingegen mögen mich nicht, oder? Mit denen könnte ich Krieg machen. Und... ja. Gehen wir mal, ziehen wir mal durch. Okay, ziehen wir mal... ziehen wir einfach mal plündernd hier runter. Weil das ist viel wert. Sudenburg ist... boah. Oh ja, da will ich runter. Die beiden will ich auf jeden Fall. Und ob die mich mögen oder nicht, ist vollkommen egal. Ich kann mit denen nichts machen. Du kannst dir nur den Krieg erklären oder Zahlungen wollen. Voll egal. So. Hier ist gerade nichts, deswegen... so. Und ich habe ja noch diese Armee hier zur Not. Ne? So, der plündert. Ich könnte aber... näher rangehen. So. Okay. Nahrung passt. Der läuft immer noch hoch zu diesem Höllen irgendwas. Wie heißt denn das? Hölle? Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Ich muss mal gucken. Irgendwas mit Hölle. Wenn ihr die Karte gut kennt, wisst ihr, wovon ich spreche. Wenn nicht, dann werdet ihr das sehen, sobald es soweit ist. Ja. So. Ne, wir holen uns das Ding da unten, machen das kaputt, nehmen das ein. Ich weiß halt nicht, ob ich gegen Krokar... ich würde gegen Krokar tatsächlich gerne einen Hinterhalt legen. Kriege ich jetzt so aber nicht hin, weil ich dafür einfach sehr schlecht stehe. Ja. So, ich könnte das eine Land belagern. Aber solange ich es plündere, gibt es auch gut Geld. Andererseits... ja, nee, ich brauche erst noch die Nahrung. Erst wird geplündert, genau. Ich plündere jetzt so lange, bis ich die Nahrung habe. Dann greife ich dort an und hole mir diesen Tempel, wie auch immer das Ding heißt. Voll egal. Baller ist auf Stufe 4. Stufe 5 geht ja nicht. So viel Nahrung habe ich noch nicht. Aber Stufe 4 ist schon okay. Das passt schon.
So. Dass die immer noch leben, die Orks hier, ne? Krass. Was macht der da? Wisst ihr, Wächter der Tempelteiche? Ja. Geil. Okay, alles klar. Glückwunsch. Er hat viele Helden. Die Gruft-Tipsies hier. Karak 8-Gipfel gehört immer noch ihm. Ist aber egal. Das ja, irgendwann, aber Leute, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich gar nicht. Es ist so uninteressant. So unwichtig, das Ding einzunehmen. Aha. Für ein Opal-Amulett. Wow. How about no? Okay, ich könnte jetzt die 6 aber ganz im Ernst. Ich laufe jetzt plündernd da runter. Einfach nur plündern, plündern, plündern. So. Ja. Gut. So. Haben wir's? Noch nicht. Dauert noch. Okay. So, der ist jetzt da runtergelaufen. Was er ja machen kann. Das heißt, wir greifen jetzt den goldenen Turm an und plündern den mal aus. So. Bisschen Blitzschlag. Bisschen Bums drauf. Ausrauben. So. So. Ah, jetzt kann ich nicht mehr plündern, oder wie? Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich komplett. Aha. Naja, toll. Also, bei aller Liebe, Leute, das stimmt nicht. Ich brauche 25 Bewegung, also 25% Bewegungspunkte und habe 31. Und kann nicht in Plünder- oder Hinterhaltstellung gehen, weil ich nicht genug... Hä? Sorry, das Spiel verarscht mich. Schauen wir mal, ob es Neuladen hilft, weil... Hä? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich weiß, man kann nicht in der Reichweite von einer feindlichen Armee wirklich in Plünderstellung gehen oder halt in Hinterhaltstellung, aber das jetzt war ja totaler Schwachsinn. So. Weil ich wollte ein bisschen von weg. So, Hinterhalt. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn nämlich abfangen oder in eine schlechte Position bringen. Das wäre dann auch nicht schlecht. So, als nächstes können wir noch das da machen. Was kriegt der noch? Führerschaft. Nee. Mehr Rüstung. Stinks like a grazier. So. Mobilität. Auch ganz wichtig. So. Okay, ich habe mit dem Gold gerade nichts gemacht. Ich habe nur noch 3000 Geld. Als Bonus. Obwohl ich keine... Ja gut, doch, die eine Armee, die kriegt ja mehr Waffendienst und so. Das wird schon teuer. Karadroma, Migdal, Vongral, Barak. Das klingt nach einer heftigen Stadt. So, was macht er jetzt? Oh, 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 oh. Hinterhalt verhindert. Ja, aber die kann ich crushen, die Armee. Die kann ich crushen. Weil der goldene Turm ist schon zerstört. Die ist auf Force March, das heißt, die kann ich töten. Es gibt wieder Gold des Todes. Und dann kann ich wieder in Hinterhaltstellung gehen. Oh, nee, wenn ich den Turm einnehme, dann gehört der mir. Ja gut, kann ich auch machen. Ich weiß noch nicht so recht. Auf jeden Fall muss ich die eine Armee crushen. Die andere, ich meine, ich kann Krogga belagern. Das geht.
Ich weiß noch nicht, ob es gut wird, weil dieser Tempel, ich muss mal gucken, was er da hat. Wenn er keine Mauern hat, dann geht's. Wenn er Mauern hat, wird's schwierig. Aber erstmal crush ich jetzt die eine Armee weg, weil die ist näher an meinem Territorium. Und Krogar, wenn der da defensiv steht, ist das egal. Kann er machen. Clan Eschen. Ich würde sie gern nehmen, aber ich kann gerade nicht. Ich habe das Geld nicht. Okay, das ist eine Windstadt. Klingt halt so heftig. Ist er aber nicht. Okay. Grenzstadt. Das Moorland. Steingard. Pfeildorf. Aveheim. Ist auch nicht schwach, aber ich will zu diesem Todesdingens. Okay, ja. Knapper Sieg, angeblich. Das würde ich doch gerne mal sehen. Obwohl niedrig. So, ausrauben. Das ist eine gute Rüstung. Die ist schön. So. Dann. Geh mal hier hin. Und. Plünder. Gibt nämlich Geld. Ich könnte ihn natürlich auch belagern. Weil er hat keine Mauern. Er hat nur viel Stuff. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das alles wegbekomme. Ich habe nur 4 Katapulte. Weiß ich noch nicht. Geht immer noch nicht. Okay, das könnte ich auf Stufe 5 ausbauen. Will ich aber gerade gar nicht. Lieber hier. Nahrung. Nahrung ist ganz wichtig. So, das ist gut. Todesrad. Oh, das macht nochmal Warblock-Techniker. Eschenzauberer. Okay, ist aber sehr teuer. Das wollten wir mal bauen. Bauen wir hier noch was, obwohl... Nahrung, Nahrung. Okay. So. Wie viele Truppen stehen da? Sau viele. Das sind wirklich sehr viele. Deswegen meine ich, das ist halt... Ja. Egal, vielleicht greift er nicht sofort an. Aber ich sollte ein bisschen... außenrum gehen. Nur damit ich mich zurückziehen kann, wenn es nötig wird. So, und mit Quick, ja, puh. Plündern, oder? Gibt Geld. Ja. Und der braucht noch. Da unten ist ja jetzt nichts. Können wir mal hochgehen? Rasetra. Der braucht auch noch. Ja gut. Lichtung. Mauern gehen gerade nicht, dann machen wir jetzt hier Nahrung. So. Wenn es kaputt gemacht wird, wird es kaputt gemacht, dann ist es so, whatever. Ich hoffe mal nicht. Die eine Armee habe ich gecrushed. Das ist egal. Kann ich nochmal crushen. Ich weiß halt nicht, ob ich Theotikor angreifen soll, weil einerseits ja, ich habe Katapulte, ich habe Warblitzkanonen, ich habe Feuerkraft. Aber reicht es? Ich glaube, es reicht halt nicht. Das ist das Ding. Und wenn ich ihn belagere, greift er einfach nur an. Und dann bin ich gegen 2 Armeen, ohne dass... Es klappt so nicht. Egal, ich habe eine neue Armee. Ich crush jetzt die eine Armee, die da neu dazugekommen ist. Die haue ich weg. Und dann gehe ich wieder plündern. Und dann, ja, mal gucken.
Irgendwann wird er reagieren oder nicht? Das muss man mal sehen. Schwierig. Okay. So. Wie schaut Björnlinge aus? Komplett tot auf einmal. Aha. Also ich glaube, die Chaos-Invasion ist schon so gut wie überstanden. So. Was gibt's noch? Loyalität, das ist auch nicht schlecht. Können wir auch mal machen. Untrusted worm. Poison after. So. Gut, Creek. Du hast da natürlich wieder was anzugreifen. Ganz klar. Time for things to die, die! Find so. Trinkets for Clan Mars. Okay. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Er hat sehr viele Kroxigore. Schwierig. Nicht ganz einfach. So. Kann der jetzt endlich das Waffenteam bekommen? Immer noch nicht. Gut, weiter geht's. Nächste Runde. Okay. Mäuerchens. Das möchte ich haben. Dann kriege ich den Assassinen. Oder? Genau, Eschenzauberer. Da muss ich hin. Oder da will ich hin. Sagen wir so. Dann machen wir hier noch die kleine Glocke. So. Mighty am I, Rex, Tails, move! Gut. Move, march! So. Nächste Runde können wir da angreifen. Mighty am I. Und Sunbok ist auch noch viel wert. Sehr schön. Gut. Warum der hier Verletzte hat, wüsste ich auch gern, aber egal. Gut. Weiter geht's. Das ist eine Festung. War das wirklich... Entweder war es hier, oder es war hier irgendwo. Aber ich glaube, es war eher hier. Da bin ich ja noch ewig weit weg. Krass, na gut. Moment mal, ist das nicht eine super Stadt? Kann ich mir die nicht anschauen, wo die ist? Höllengrube, so heißt das Ding. Da will ich hin. Hier hin. Höllengrube. Da will ich hin. So. Was kriegt der? Der ist fast fertig. Mauern hat er. Ja, dann machen wir jetzt noch das Einkommen stärken. Also automatisch nicht. Aber ich kann ja mal angreifen. Einfach mal gucken, wisst ihr? Einfach mal schauen. Ich kann vielleicht das Tor kaputt machen. Ich kann vielleicht ein paar Fliegviecher snipen. Und so weiter und so fort. Ne? Einfach mal schauen. Weil er hat viele Einheiten und er wird mega cramped sein. Was gut für mich ist. Das heißt, ich greife jetzt von hier an oder so. Ja. Von der Seite. Und schaue, dass ich alles Mögliche, was ihm gehört, kaputt mache. Auf wieder Tschüss. So. Genau. Alles klar. So, Katapulte. So.
Genau. So. Genau. So, er hat Skinkwerfer, Kohorten. Ansonsten hat er nicht viel. So, da können wir vorpreschen. Dann können wir schon alle boosten. So. So. Diesmal hoffe ich, dass ich mich nicht selber kaputt schieße. So, also, wir machen kaputt Tempelwächter. Da können wir mal angreifen. Macht das irgendwie Schaden? Kaum. So, den können wir angreifen. So. Den können wir angreifen. Flash. Genau, Saurus angreifen. Ich muss halt schauen, was ich kaputt kriege. Ne? Hier zum Beispiel die Skinks. Die sind nicht schlimm, aber es ist halt Schaden ist Schaden. Der könnte die übrigens mal buffen. Gut, der Seuchenpriester, der kann auch mal hin, der könnte nämlich Seuche casten, weil hier macht es absolut Sinn, mit den Katapulten komme ich da nicht so weit. Na, das wisst ihr, die Katapulte sind da einfach nicht so gut, aber naja. So, der mit seinem solchen Limitheke. Klong, dong, dengel, dong. So, Tempelwächter kann man angreifen, wenn es ist. So. Bewegst dich mal schön dahin. So. Da ist doch schon mal ein guter Cast. Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Ja, schon so ein bisschen was. Ja, ein bisschen Schaden macht. Tor kann man noch kaputt machen. So, Tore sind kaputt. So.
Ja. Wäre natürlich mal interessant, die Koatl oder sonst was anzugreifen. Ich würde die mal mit in diese Gruppe packen. Genau. So. So. Ich mache ja schon Schaden, also ist nicht. Ob es halt reicht, ist die Frage. Wir müssten vielleicht wirklich mal kurz dahin schießen. Einfach damit da mal Ruhe ist. Weil das nervt schon gehörig. Gut, das haben sie fast zerstört. Dann auf den Quarter. So. Greift ja immer noch an, ne? Bin ja immer noch hier dabei. Das Ding ist, das macht schon gut Schaden, aber es bringt nichts ohne... Oh, hier wird irgendwas angegriffen. Interessant! Die sind laufen. Ja, lustig, Seitzer. Genau wie die Kanonen auch laufen. Aha. Muss ich jetzt nicht ganz begreifen, ne? Aber cool. Wie wär's, wenn wir diesen Turm mal zerstört? Der wurde nämlich plötzlich besetzt. So. Sehr interessant, auf einmal passieren dumme Sachen. Na, man passt einmal nicht kurz auf. Bumm. Alles kaputt. Gut, du kannst zurück, das mit der Seuche, das lassen wir jetzt mal. Obwohl hier natürlich gerade ein Cast extrem gut kommt. Jo, das macht Schaden. Das ist nice. So. Ihr könnt da angreifen. Du kannst angreifen. Die nicht. Ihr böllert jetzt einfach random raus und dir kommt eine andere Gruppe. Das ist jetzt cool. Sehr schön. So. Der holt jetzt einfach Clanratten raus. Viele Winde habe ich leider nicht mehr. Bedauerlicherweise. So, der Quartel ist tot. Die laufen schon wieder, die Katapulte. Hier läuft auch schon wieder alles. Soll's aber nicht. Es sollte nicht laufen. Wir sollten nicht laufen. So, ihr sollt stehen bleiben und das angreifen. Einfach mal angreifen. Bitte nicht laufen. Bitte nicht laufen. Bitte nicht laufen. Könnt ihr da angreifen, ohne zu laufen? Dann stellst du dich mal da hin. Dann stellt euch hier hin. Ist halt nicht so easy, ne? Die wollen gerade nicht so wirklich. So. Hol noch mal ein paar Ratten dazu. Könnt ihr den Koatl jetzt angreifen? Die einen können, die anderen können nicht. Okay, neuer Plan.
Vielleicht müsst ihr auf den Hügel, um besser schießen zu können. Na? Okay, die haben keine Munition mehr. Sehr interessant. Dann würde ich jetzt mal die Rattling Guns zusammen mit den Clan-Ratten nach vorne schicken. Okay. Gut. Nochmal Ratten. Auch nach oben. So. Die laufen halt, ne? Freak kann auch mal mit nach vorne, einfach damit er da steht. Ob er benutzt wird, muss man mal sehen. Aber schon. Ich würde euch erstmal hinstellen. So. Könnt ihr jetzt dort angreifen? Sieht so aus, als könnten sie endlich. Sehr schön. Dann töten die jetzt den Quartel. Sehr brav. So, noch mehr Ratten. Gut. So. Ihr könnt ja angreifen, richtig? Feuer frei. So, die schießen da hoch. Treffen. Gar nichts. Okay, das bringt absolut nichts. Man könnte das auch sein lassen. Gut. Da ist eine Mauer kaputt gegangen. Auch interessant. Gut, könnt ihr den Schlitzer noch töten? Tod ist tot, ne? So. Frage ist, könnt ihr den töten? Nein. Aber da können sie noch angreifen. Gut. So, die Ratten sollen ja alle da hoch. Die kriegen keinen richtigen Schuss, kein richtiges Schussfeld. So. Ist die Frage, ob ich mit den Rattling Guns durch die Mauer schießen kann. Das wäre natürlich gigantisch gut. Sieht gerade aber nicht so aus. Ich kann ihn halt wahrscheinlich nicht rauslocken. Da oben ist ein Chameleon-Skin. Dann greift es da mal an. So. Ja, ja, ja. Oh, guter Damage. Es ist halt schade, die können nicht gut hochschießen. Das ist das Ding. Also vielleicht kann man da reinschießen oder so, aber. Ja, auch nicht, ne?
Now, move! Ich muss halt mit denen irgendwie reinkommen. Wenn ich es schaffe, hier in den Hof zu kommen, habe ich eine gute Chance. Aber ansonsten wird es schwierig. So, wenn ich mich jetzt hier aufstelle, vielleicht kann ich dann auf die Mauer schießen. Das wäre gar nicht so schlecht. So, das Türmchen muss ich dringend einnehmen. So. Die wurden leider fast vernichtet. Eine verdammte Rakete habe ich noch, aber die bringt mir auch herzlich wenig. So. Können die jetzt da angreifen? Ja. Es macht aber nicht wirklich viel Schaden. Nein, ich meine, es geht aber. Naja, ist eher peinlich. Ist eher. Okay, gut. Wissen wir das auch? Wo ist ein Krieg? Der steht da gleich oben. Ja, die müssen da weg. Okay. Nur die Ratten kommen da hoch. Krieg kommt hoch. Und der Fang auch. So. So, go. Ansonsten machen die Clanratten das, was sie heute machen. Clanratten-Stuff. Auch wenn sie es nicht gut machen, aber egal. Okay. Ich würde halt schon gern da irgendwie reinkommen. Ein paar Wobblitzkanonen habe ich noch. Naja. Läuft aber gerade nicht so wirklich, ne? Naja. Ja gut, die Ratten, die Clan-Ratten können ja fliehen, das ist ja egal. Clan-Rats. Das ist egal. Aha. Die sind Clan-Rats. Super verletzt, auch interessant. Okay, also die Mauern zu stürmen ist schwierig. Ich kann halt nicht mit meinen Waffenteams rein, solange noch die Toxikone stehen. Das ist halt das Gefährliche. Er hat hier noch Chameleons-Gangs, auch gefährlich. Das nervt schon ziemlich. Also ich habe schon einiges getötet, aber es reicht, glaube ich, nicht, um diese Stadt zu stürmen. Ich glaube, es reicht nicht. Hornet One protects. Also ich komme hier nicht rein. Ja. Es reicht einfach. Keep moving. Run, brothers. Rush, move. Law of Pestilence.
So, das hat kaum Damage gemacht. Tempelwächter hat er noch. Was der Turm schon wieder schießt. Ätzend. Das sind Chamäleon-Schleicher, keine Skins, ist wieder was anderes. Die Tempelwächter, die sind gefährlich. Oder halt nicht ungefährlich, sagen wir so. So, was ist jetzt mit denen? Die können doch alle bestimmt dahin angreifen. Ich würde so gerne die Rattling Guns benutzen, aber ich komme hier nicht durch. Die Kroxigore machen mir zu viel Stuff. Ich komme nicht auf die Mauern. Durch das Tor zu gehen, wäre auch Selbstmord für die. Ich glaube, wenn ich mich so, wenn ich mit denen reingehe, könnte es klappen. Ist aber halt nicht garantiert. Das wird nicht viel Damage machen. Ne? Wow. Aber cooler Rebounds von der. Ja, wisst schon. Von der Wand? So. Das war der Buff? Lord of Skavenblight! Quick, go! For the vermintide! Kill! Also die kämpfen sich da oben durch. Vermintide comes! Attack fight! So, da hat er nochmal Tempelwächter. So. Die Kroxigore, die müssen jetzt halt von allen Seiten angebumst werden. Damit ich da halt wirklich irgendwie reinkomme. Aber es sieht gerade eher so aus. Da ist Krokka. Oh je. Der Seuchenmönch, der muss da ganz dringend weg. Was macht der denn da überhaupt? Der ist tot. Cool! Ja, schade. Sieht nicht so aus, als würde ich das schaffen. Rocker ist zu stark. Okay. Guide us, Horned One! Heisen, hurry! Dass der Seuchenpriester gestorben ist, ist natürlich doof. Der wurde weggefokust. Richtig beschissen. Krokka nimmt absolut gar kein Damage. Quiek stirbt auch gleich. Dann lassen wir's. Dann lassen wir's. I tried. Ich wollte es halt mal versuchen. Der Damage war gut, aber es reicht nicht. Ich müsste nochmal rauf. Aber ich habe nichts gegen die Kroxigore. Ich komme nicht ran. Schade. Sehr schade, Seuchenpriester ist gestorben, der braucht jetzt wieder 7 Tage, dann ziehe ich mich zurück. Dauert wieder 10 Runden, ich verliere die eine goldene Dings, Stadt, Turm, okay, ist auch weg, wieder, gut, ja. Schade. Schade, schade, schade. Ach, und die Chisels sind auch tot, und die Katapulte sind auch tot, okay, 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 okay. Alles tot, alles stirbt, alles verkackt. Oh, ich habe die Superrüstung verloren. Scheiße. Das ist jetzt ganz beschissen. Oh Mann, ist das schlecht. Oh Mann, ist das schlecht. Alles verloren, was ich verlieren. Oh, ich habe die Rüstung verloren. Das tat weh. Weil die Rüstung gab mir 15% mehr Einkommen nach Schlachten. Unterstadt entdeckt. Auch interessant. Dann darf ich da jetzt alles abreißen. Wieder eine Unterstadt, mit der ich nichts arbeiten kann. Oh Mann, jetzt bin ich wieder schlecht drauf, weil alles schlecht läuft. Ja, ja, legendär ist legendär. Ist eine sehr hohe Schwierigkeit. Ist wirklich, wirklich schwer. Haben sie gut gemacht, das Spiel, ne? Richtig schön schwer alles.
to approach me, Head Taker of... Gut, das Geld nehme ich. Wieso auch nicht? So, Magritta. Hä? Die wurde nicht entdeckt. Okay, cool. So, Krieg. Gracious scum away. Nee. Ich muss hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Das Spiel verarscht mich wieder. Alles klar. Gut. Dann geht es weiter. So, endlich habe ich das. Gut, also, ich muss mit ihm zurück. So, zurück. Dann ausbilden. Jazales, Katapult, auf den warten oder Regiment of Renown. Okay, ja gut. Anschließend, Moment. Anschließend mit dieser Doppelarmee unten angreifen. Ich nehme jetzt dann zwei Armeen. Dann klappt es bestimmt. So. Der hat noch seine Befehle. Der kann weiterlaufen. So, da steht eine ganze Menge Stuff. Greif mal Sudenburg an. Das geht einfacher. Sudenburg hat nichts. Ah ja. Okay. Interessant. Gut. Sehr interessant. Aha. Lagerung fortsetzen. Schauen wir mal. Ja, viele Tempelwächter, Kampfechsenreiter, da hat er viele von. Kroxigora, Stegadon, ja. Schauen wir mal. Der ist halt noch nicht so stark. Ja. Noch ist, stopp. Was ist wichtiger? Der ist noch nicht so stark. Der hat zwar einiges, ist eigentlich eine gute Armee, aber ob die reicht? Muss man mal sehen. So, der hat noch einen weiten Weg zur Höllengrube vor sich. Jo. Aber da will ich hin. Ihr wollt Frieden? Gerne. Die wurden wahrscheinlich vom Chaos komplett gebumst. Gut. Also da überall tut sich nichts. Nichts. Lauerer entdeckt. Das war entdeckt, das egal. Begabte Musiker. Auch interessant. So. Der braucht noch. Quick. Du musst dich beeilen. Also unbedingt. Pause.
Kiss hierher. Okay. Die kriegst du wieder. So, dann. Wo sind die Chisels? Nicht hier. Wo sind die Katapulte? Auch nicht hier. Das heißt, ich könnte die Chisels und die Katapulte teuer hier ausbilden. Oder... So, hier geht das wieder nicht. Gehen die Katapulte... Die Katapulte täten gehen. Das würde 5 Runden da... Ja, gut. Bringt dann herzlich wenig. Dann... Chisel und Katapult. 4 Runden. Sehr teuer, aber ist jetzt so. Kann ich nicht ändern. Das brauche ich nicht. Das wird sehr schnell wieder zusammengebaut. Krass. Naja. Warp's down. Schade. Gut. Passt. Untrusted Worm. Poison after. Gut. Der braucht noch. Der läuft noch. Ja, der läuft noch sehr weit. Okay. Ah ja, so langsam wird's. Jojo, wir belagern da weiter. 8 Runden noch, okay. Nahrung passt bisher. Also ich bin mit der Nahrung zufrieden. Das Geld ist so eine Sache. Das Geld gefällt mir gerade gar nicht. Liegt aber auch daran, dass ich gerade nirgends am Plündern bin. Das macht natürlich schon viel aus. Ja. Ich würde demnächst auch gerne mal die beiden Quests abschließen, weil die habe ich jetzt so lange mit mir rumgeschleppt. Das wird echt mal nötig, da was zu machen. Aber naja. Schwierig. Ist halt... Raigland kriegt langsam aufs Maul. Was auch heftig ist. So. Chaos ist gerade richtig am Ausrasten, habe ich das Gefühl. Vielleicht wird Chaos doch über alles drüber roffeln. Björnlinger gibt es nicht mehr so wirklich. Kriegsherr des Chaos ist jetzt auch nicht mehr so gefährlich. Aber naja. Nope, klar, Nara brauche ich jetzt nicht. Lakaien des Chaos sind tot. Ja gut, auch in Ordnung. Should kill when get a chance. So. Stopp. Alles klar. Der kann laufen. Jo, das Gebäude macht Sinn, weil dann kann ich irgendwann einen Eschenzauberer bauen, kann Skrolls oder wie auch immer der heißt. Wie heißt der? Skrotz, ja genau. Mir holen. Wo ich aktuell echt. Also Geld. So viel. 15.000. Ich find's krass, wie teuer die Armeen sind. Jede Armee kostet 5.000. Schon krass. So, eine Runde noch. Dann schaut's böse aus. So. Weil dann verliert er langsam Truppen. Burg Rauken, Zawadstra, Brechthafen. Ah ja, da ist eine Reikland-Armee. Aha. Na gut. Ist 184 mein Maximum? Weil ich scheine nicht mehr Nahrung zu bekommen. Bündnis zwischen Ifres und Nagarüte. Auch interessant. Nagarond ist so gut wie tot. Ich finde es halt lustig, dass Nagarond kurz vorm Ableben nochmal denkt, oh ja, mit den Skaven, die ich noch nie gesehen habe, mit denen muss ich unbedingt Frieden schließen. Ich meine, ich nehme das Geld gerne, aber es ist halt... Es ist einfach nur dumm, wisst ihr? Einfach nur dumm. Ja, und dumme Leute sind dumm. Dann machst du ja nix. Wenn Leute dumm sind, sind's. Oh, Chaos. Ja, Triple Chaos Angriff. Es könnte natürlich sein,
dass die Höllengrube schon gefallen ist. Dann bringt mir das gar nichts. Aber das schaue ich mir an und dann weiß ich auch mehr. So, Lakaien des Chaos gibt's wieder. Clan Mordsippe, ja, würde ich gern machen, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. So. Das können wir mal machen. Vor irgendwas. Aha. Höllengrube, da ist sie. So. Interessant, dass das den Chaos-Dingsels gehört. Na gut. Tretsch Feigschwanz. Langsam wird's besser, aber immer noch nicht gut. Ab jetzt geht Sneak Attack. Der Schwachsinn los. Jetzt müsste er eigentlich dann angreifen. Die KI. Na, die müsste jetzt eigentlich angreifen. Aber schauen wir mal. So, wir können mal plündern gehen. Boom. Boah, gib das Geld. Okay, also Krokar kommt angeblich bis hierhin. Ob er die Armee angreifen will, ist halt die Frage. Aber das sehen wir dann. So. Da können wir mal Steuern machen. Und Steuern. Nahrung geht ja bald runter, ne? Ja. Ist aber okay. Steuern. Steuern. Hier können wir dann auch langsam Steuern machen. Geld, Geld, Geld. Da gibt's dann. Ach, das ist ein Pfeffersack. Ich dachte, es gibt Nahrung. Totaler Schwachsinn. Na gut. Okay, Nahrung. Gut. So, also das zu plündern gibt halt krass viel Geld. Ich frag mich, wie das Plündern genau funktioniert. Okay. Genau. Ja, wir ziehen uns zurück. Wir werden wieder angegriffen. Okay, dann muss ich diese Schlacht jetzt schlagen. Das wird sehr interessant, weil wenn ich verliere, ist die ganze Armee wieder am Arsch. Er hat Croxigore, er hat Quartels. Er hat eine Menge Schwachsinn. Wie schaut denn das hier aus? Nicht so geil. Na gut, wir versuchen es. Wir versuchen es. Zur Not ist die Armee halt tot und ich muss sie zum dritten Mal aufbauen. Ja, ne? Kann passieren, kann passieren. Ist halt so. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist versuchen, ihn hinzuhalten. Das ist ganz wichtig. Ich muss versuchen, ihn hinzuhalten. Je länger ich ihn hinhalte, desto länger können meine Belagerungsgeräte böllern und schießen. Und das ist ganz wichtig. So, wo stellen wir uns auf? Wo ist gut? Hier ist nicht gut. Hier ist nicht gut. Ich würde sagen, hier ist nicht schlecht. Na? Weil hier müssten meine... Genau. Die müssten hier gut schießen können. So. Genau, die Rattling Gun. So. Gut. Die Kanone. Okay. Na gut, so. Nahkampf, Nahkampf. Kein Nahkampf, ist aber egal. Der kommt hier hin. Der hat schon den Buff, sehr schön. Okay.
Na gut. So. Schau mal dorthin. Trollololololol. So. Kroatel töten. So. Schön die Leute ein bisschen ablenken. Ach, die hauen sofort ab. Drecksfeiglinge. Nicht so geil. Warum diese verletzt sind, wüsste ich auch gerne. Macht ja wenig Sinn. Na gut, vielleicht sammeln die sich ja noch. Ich kann es nur hoffen. So, viele Kroaten. Wie viel? Boah, 35 Geschossresistenz. Das ist natürlich schon sick. So, schön die Tempelwächter angreifen. Das ist Krokgar. Die Frage ist, könnt ihr Krokgar vernichten? Weil wenn der stirbt, wäre das gigantisch gut. So, da muss ich jetzt langsam drauf gehen. Okay, also irgendwas böllert auf irgendwas. Ob das jetzt so gut klappt, ist die Frage. Dass der Kroate da rumschwitscht, ist natürlich auch echt doof. Weil er halt richtig reinbietet. Da stirbt was, das ist gut. Leecher Sales haben schon die Schnauze voll. Krokgar ist relativ low. Aber der Kroate macht hier halt echt bösen Damage. So, die Rattling dann schießen. Krokgar haut ab. Der ist tot. Ist schon mal gut. Okay. Die Katapulte. Können so ein bisschen schießen. Bitte auf die Tempelwächter schießen. Einer ist schon gestorben. Bedauerlich. Oh Mann. Ja, sieht nicht so gut aus. Er ist halt doch tief in mir drin schon wieder, ne? Ich das hasse. Ja. Okay, damit ist die Armee tot, muss ich nochmal ausbilden. Schade. Ja, ja.
Ist okay, passiert, ne? Wieder 20 Runden verloren und 80.000 Geld, ja? Ist okay. Tschüss. Alle Helden tot, alle Items verloren, alles Geld weg. Muss ich es nochmal machen? Dann halt nochmal. Ja, also bilde ich die Armee wieder aus. In 10 Runden kann ich sie ausbilden. Und dann dauert es nochmal 10, 12 Runden, bis sie wieder steht. Ja. Läuft nicht, ne? Läuft nicht. Wollt halt zu viel. Schade. Aber wenigstens habe ich jetzt das Problem nicht, dass ich kein Geld mehr bekomme, weil diese 5.000, die jetzt hier wegfallen, ja, die kriege ich halt wieder, ne? Also da mache ich jetzt wieder schön Geld pro Runde. Ah, ist das lustig. So macht das Spiel doch Spaß. Aber deswegen meinte ich auch, so, verwundet. Der Rest ist tot. Ich brauche eine zweite Armee nur mit Clanratten, die diese Armee unterstützt. Anders geht es nicht. Weil er kommt einfach in mich rein und das tut zu weh. Das ist einfach... Ich kann da nichts machen. Ne? Ich habe versucht, die Clanratten da hinten, um ihn ein bisschen abzulenken. Hat gar nicht geklappt. Die anderen Helden sind einfach instant weggestorben. Die haben gar nichts ausgehalten. Ja, so. Verwundet. Solchen Clan. Ja, würde ich gern. Kann ich mir aber nicht leisten. Brauche ich nicht. Okay. Okay. Ja, gut. So. Dann können wir ja wieder... Können wir anfangen auszubilden, ne? So. Ich muss mal gucken, welche Helden leben noch. Es lebt noch ein Häuptling und ein Seuchenpriester. Was nicht überlebt hat, war wohl der Warblock-Techniker. Dann brauche ich da wieder einen. Warp-Armor. Die ist nicht schlecht, aber... C. Scharfe Krallen. Na gut, dann nehmen wir C. So. Okay. Gut, der geht hier hin. Und der bildet aus. Was bildet er aus? Nur Katapulte, weil was anderes geht hier nicht. Schade. Sehr schade. Gut. Mauern bauen auf jeden Fall. Gut. Ja gut, dann wird er später dahin müssen. Weil ich hier... Ah ne, hier kann ich auch keine Sturmratten ausbilden. Ja gut. Okay. Dem fehlt noch irgendwas? Ein Held. Der irgendwann wieder lebt, okay. Should kill when get the chance. Ja. Okay. So. Du kannst da dein Labor machen. Sehr schön. Das Geld nehme ich mit. Was ist denn da drüben eigentlich? Ah, interessant. So. Dann... Ah ja, das wird langsam besser. Gut. Schön. Teuer, aber schön. So. Können wir jetzt ein bisschen plündern gehen. Und gutes. Hat ja schön Geld gegeben. Okay. Das war wichtig. Mit dem Geld hätte ich natürlich lieber was anderes gemacht. Als jetzt hier diesen ganzen Bums, aber hey. So ist es halt. Was wollten wir hier noch? Das da brauchen wir noch. Genau. Das kostet wieder Nahrung. Das ist der Pfeffersack. Mein. Naja.
Okay, machen wir mal so. Dann. Das passt. Das passt auch. Dann könnte ich ja jetzt langsam wieder mal gucken, ob wir irgendwo hier zum Beispiel Okay. Hexenberg. Den gibt's wieder komplett. Gut, da kann ich nächste Runde bauen. Das ist schön. Too weak to betray. Das mache ich dann auch. So, der hat Sturmratten. Trust him for now, now. Das heißt, das macht Sinn. Stinks like a glacier. Der ist leider noch nicht unbesiegbar und der ist noch ganz weit weg von unbesiegbar. Oder halt untötbar. So. Da kriegen wir jetzt das letzte. Braucht's nicht, ist aber egal. Gut. Und weiter geht's. Und Nagaron ist tot. Tja, RIP. Nee, dass ich die eine Armee verloren habe, das tat schon weh, das war doof. Ich muss halt jetzt echt mal gucken, wie ich das mache. Also ich brauche eine zweite Armee überall dabei, mit der ich plündern kann, mit der ich rumlaufen kann, die einfach hilft, den Gegner aufzuhalten, damit mein Bums Schaden drücken kann. Es ist so wichtig. Anders geht es kaum. Ich meine, du hast selten Skaven-Armeen, die alleine rumlaufen, glaube ich. Ich muss tatsächlich sagen, ich hab besser abgeschnitten, als ich dachte. Aber die Koatl, sie machen so Damage. Sie schaffen es halt einfach rein. Und bumm, und das tut weh. Und das ist so nervig. Lord Craventail. So. Ja, das würde ich hier gerne kaputt machen. Das Ding ist bloß. I leave my musk here. Der hat hier so viel. My dynasty reigns supreme. Address me as your highness. Also da komme ich gerade nicht wirklich ran. Da können wir noch hin. Das ist nicht schlecht. Oh. Wie viel ist das wert? Nicht viel. This way, way. Move, march. Nö, bin nochmal da. So, Krieg. Dir fehlt nur noch der. Na gut, Rasetra wird er mich angreifen. Also er kann, aber. Er sollte es wahrscheinlich nicht. Gut, dann. Ja, wenn es nicht anders geht, muss ich halt hier teuer die Sturmratten bauen, ne? Der Rest baut noch und braucht. So gut. Passt. Ja, da jetzt anzugreifen ist nicht so klug. Wie weit kommt der denn? Nicht so weit. Ja, da kommt er ja nicht hin. So. Dann können wir ja hier hingehen und plündern. Ja, ein bisschen plündern. Bisschen Geld. So. Ja, der kommt nicht so weit. Das wird wieder extrem nerven, wenn er da belagert. Aber gut, so ist es halt. Okay. Ah ja, ich habe im Hexenberg. Da kann ich noch Nahrung und Geld machen. Genau. Einfach damit wir mal weiterkommen. Jetzt schaut's Geld wieder gut aus, wisst ihr? Aber ist halt. Drauf verlassen kann man sich so halt auch nicht. Ist halt einfach nur Schwachsinn. Naja. Das war klar. Kann er ja machen. Mal gucken, ob ich es vernichten kann. Zurückschlagen. Weil wenn er hier nur mit einer
wenn er hier mit einer angeschlagenen Armee belagert, naja. Dem fehlt halt ein Hero. Also ich fand's gut, Krogar konnte ich gut weghauen. Aber er hat halt so viele Single-Target-Dingsies. Ich glaube, dass ich später auf jeden Fall wenn ich das kann, Katapulte für Warblitz-Kanonen nochmal austausche. Dann, dass ich nur noch zwei Katapulte habe, das reicht. Wisst ihr? Zwei Katapulte müssten reichen. So, was sagt das Spiel? Mannhafte Niederlage. Ja, gut, er hat Lord. Lord Krog dabei. Squeak ist da. Und da können wir was bauen. Sehr schön. Machen wir mal so. Obwohl, das ist zu viel. So ist besser. Ja, das bringt halt bis zu 500. Okay. Gut. Tödliche Assassinen. Whatever. So. Der kann bis dahin. Jupp. Macht er jetzt auch schnell. Lauf, 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 lauf. Dann greifen wir dort an. Wo ist denn dieser Held überhaupt? Da steht dann natürlich ganz bescheiden. Na gut. Okay. Lauf, lauf, lauf. Tschüss. Geld. Vernichtet. So. Master Lord of Hellpit. Okay. Dann wird das noch ausgebildet. 7 Runden. Naja gut, dauert eh so lang. Okay. Glocke und das bauen. So, dann. Will ich mehr Just Sales? Ich würde mal die Mine hier bauen. Die 100 ist jetzt nicht so krass, aber das wird dann schon noch mit der Zeit, ne? Geld, 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 Geld. Überall machen wir Geld. Hier lohnt sich's nicht wirklich, aber naja. Gut. 3 Runden noch. Der braucht noch 4 Runden. So, jetzt kriegen wir Meutenbändiger. Die sind wichtig. Da hätte ich dann gerne welche. Und einen Hexer. Das heißt, so ein Clan Ashen-Hexer. Irgendwo. Assassinen sind auch nicht schlecht. Muss man mal gucken. Gut. Der plündert mal weiter. Plünder, plünder, plünder. Ja, perfekt. Wow. Ja, mal schauen, ne? Mal gucken. Was wir hier so machen können. Das brauchen wir auch irgendwann. So. Und weiter geht's. Also, Krieg ist bereit. Das ist schön. Krieg passt. Dann. Da müssen wir noch ausbilden. Dann will ich Skrotz noch eine Dingsarmee geben, weil ich da einfach mal was ausprobieren möchte. Und dann ist die Frage, ob ich es hinbekomme. Sobald ich da unten alles eingenommen habe und ausgebaut habe, ob ich es dann hinbekomme, 4 weitere Armeen zur Unterstützung zu bauen, damit meine Skaven-Teams, Waffenteams nicht so allein sind. Weil ich merke es schon, die machen richtig guten Damage, aber der Feind kommt mir zu krass ran. Und da muss ich was gegen, das muss anders werden künftig. Vielleicht baue ich mich auch immer noch zu eng.
Also bei den Lizards klappt es gut, wenn ich die spiele. Aber hier scheint es nicht so smart zu sein. Deswegen, ja. So, Mauer bauen. Gut. So, das ist Rikrok. Das ist Rikrok. So, Warblock-Techniker Häuptling. Fehlt noch einer. Tretsch habe ich. Ich habe zwei Rikroks. Und da habe ich noch Rikrok, aber das ist der legendäre Lord. Dann fehlt mir... Dann fehlt mir was. Was fehlt? Solchen Priester. Hier geht ein Eschenzauberer. Nice. So, ich brauche aber einen solchen Priester. Strong Legs. Oh, das ist nicht schlimm. Okay. Solchen Priester fehlt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Warblock-Techniker, Häuptling, genau. Das ist Quiek, das ist der da, ja. Ja, doch, fehlt. Auch sehr interessant. Ah, drei von... Ja, nee, jetzt passt sie. Genau. Den Meutenbändiger und so, das mache ich später. Ja. Okay. Nee, das passt ja. So. Heldentöter. Okay. Knows I dominate. Naja, aber magische Angriffe sind schon gut. Die ist nicht schlecht. Bändeklinge. So. Solchen Priester. Ja, der braucht halt sowas hier eigentlich nicht. Das ist nochmal ein Stück besser. Ätzende Klinge, naja. Okay. Okay. Gut. Okay. Naja. So, so viel dazu. Tretsch. Ah ja. Hier hat sich jetzt was hingetan. Run, Fools! Fools! Wie viel Überfallchance kriegen wir? 100%. Say, move. Okay, dann gehen wir mal dahin. Machen Ambush. Ach, Ambush kostet nicht. Ja, das ist ja wieder doof. Boah, der kann so weit. Stay here. Stock, pray. Ach, hier hat's keinen Ambush mehr. Ah ja, super. 95%. 93. I order, scurry, move. Rakate, ta. Okay. So, schauen wir mal. Vielleicht hauen die ab und machen irgendwas. Mal gucken. Der steht da jetzt und wartet auf seinen Hero. Der noch lange, lange Zeit braucht. Nahrung ist immer gut. Die Glocke braucht Nahrung. Naja. Goldschmelze, auch nicht schlecht. Das Obsidian-Ding bringt wenig. Puh, ja, schwierig, schwierig. Mal schauen. Ah ja, da kommt eine Armee. Eigentlich wollte ich gucken, was die machen. Jetzt sehe ich wieder nichts.
ganz toll. Ganz toll. Ach Leute, warum? Was soll das denn? So wird es nichts. So wird das alles nichts. Jups. So. Jo. Also, da ist was aufgetaucht. Ich würde natürlich gerne noch weiter ausbilden. Eschenläufer und so. Aha. Ich krieg hier nichts zum Ausbilden hin, ne? Ich muss noch warten. Einige Runden. I must eat feed. Ich würde die mal wegmachen, aber die bringt wenig. Ich brauche ja... Also entweder kriege ich das hier bald hin. In einer Runde kann ich Warblitzkanonen bauen. Dann kommt das noch. Ja gut. Und vielleicht geht's doch noch. Das ist ja das Einzige. Weil der Rest sind die Giselles und blub, das geht dann. So. Krasse Armee. Ne? Es ist eine krasse Armee. So, schön den Hinterhalt machen. Der läuft. Braucht's das? Gute Frage. Machen wir mal das hier. Und dann muss ich natürlich nochmal mit Geld gucken. Mit Nahrung. Die Aschberge. Das ist Buckelberg. Nee, das müsste schon passen hier. Charakter. Naja, Nahrung. Nahrung schadet nicht. Okay, dann. Underground, cool. Fletch is ready. We hunt Lurk. Das könnte ich angreifen. Fight, win. Jo, mach mal. Ändert gar nichts. Okay. Jetzt ist er doch gestorben. Gerade eben stand es noch anders dran. Ach Leute, ist er tot oder ist er verwundet? Okay. Na gut. Okay. Ah ja, der kann wieder nicht. Ja gut, cool. Ja, toll. Ach, was für ein Schwachsinn. Na gut, dann gehen wir jetzt... Wir versuchen nach Hause zu kommen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht klappt. Should kill when get a chance. Naja. Stinks like a grave here. Extrem bescheiden. Aber gut. Stufe 5. Ja, können wir bauen. Wieso nicht? Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. So, in einer Runde gibt's das. Too weak to betray. Da warte ich jetzt einfach mal ab. Oder vielleicht noch Trefferpunkte und Rüstung. Gut, ich hoffe, der überlebt. Wenn nicht, Pech.
Dann habe ich halt nochmal eine Armee, die ich neu aufbauen darf. Juhu. Das ist so furchtbar. Das ist so schlimm. Fuck off, Pestilence. Oh Mann. Das Geld reicht halt vorne und hinten nicht. Ich meine, ihr seht es. Die eine Armee, die ich jetzt aufbaue oder wieder aufbaue, die ist so teuer. Das reicht nicht. Ich glaube, bevor ich Skrotz mache. Das Ding ist halt, ich brauche das nicht spielen, weil das ist halt... So, schauen wir mal, was kriege ich hier. Ich bekomme einen Haufen Nahrung. Ist gut. Schwupp. Geld. Ja, es gibt halt richtig Kohle, ne? So. Rüstungsflugs gestohlen, whatever. Natürlich greift er an. Natürlich versuche ich zu fliehen. To battle, I come after. Okay. Auch interessant. Ich könnte jetzt El Kabat noch angreifen. Egal. Der Bronzespalter. Auch interessant. Naja. Komm schon. Küm, mach was. Winterzahn. Ich muss bald mal gucken, weil ich glaube, dass meine Festplatte irgendwann voll läuft. Also noch geht's, aber jede Aufnahme, die ich mache, ist halt so um die 10 GB groß. Weil ich mit der Pause und Dings habe ich die Qualität ein bisschen hochgeschraubt. Ich weiß nicht, ob man es sieht oder hört. Wahrscheinlich nicht, aber die Dateien sind weit größer geworden. So. Tretsch, Feigschwanz, du musst weg. Untrusted Worm. Poison After. Poison After, genau. Is it safe? Chieftain of the Deep Warrens. Steal, mine. Wir werden jetzt einfach nur plündernd. Plündernd durchs Land ziehen. So. Bis wir halt daheim sind, ne? Das heißt, schön. Schön hier nach unten, in Sicherheit. So. So. Kriegt er jetzt endlich was hier? So. Okay. Es wäre eine Überlegung, zu sagen, ich hau jetzt die Katapulte weg. Weil so langsam... Ich fühle nicht, dass die Katapulte noch gut... Also sie sind schon nice, ne? Aber... Ich habe das Gefühl, die Kanonen sind einfach stärker. Ich weiß es aber nicht. Aber an und für sich müsste schon passen. Should kill when get a chance. Der ist fertig. Okay. Aha. Okay, was kriegt der noch? Das hier vielleicht? Magieresistenz schadet nicht. Ja, dann macht den Warblitz fertig. Ist egal. So. Quiek ist ready. Quiek kann plündern gehen. Oder halt wieder. Run for Mois. Oder halt einfach wieder Überfall. So. Gut. Quiek braucht den noch. 6666. Auch, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? So. Damit ausgebildet. Dem fehlen dann noch die Chassails und der andere Bums. Genau. Okay. Gut. Das hier. Okay. Das gibt noch mal ein bisschen mehr Kohle dann. Das hier. Oh ja, schön. Schön. Ich mache den eigentlich nur wegen dem Geld. Was der ganze andere Bonus ist, weiß ich gar nicht. Ist auch voll egal.
So, irgendwie hat sich... Ah ja. Irgendwie hat sich... haben sich die letzten Verteidiger dazu entschlossen, doch nicht anzugreifen? Doch nicht loszulaufen? Aus ihrer Siedlung heraus? Naja. Aha. Ich könnte auch noch mal gucken, ob ich ein paar Friedensangebote rauskriege. Chaos ist immer noch so stark. Ich glaube, Chaos wird, wenn das so weitergeht, tatsächlich noch ein Problem. Weil Nagarond ist tot. Das heißt, der ganze Norden, der ganze Nordwesten, also hinterm Donut, na, wenn die Karte hier weitergeht, dahinter, ist alles kaputt von denen. Your council is weak. So. Jetzt laufen wir hier so lang. Okay. Also ich versuche halt nach Hause zu kommen. Na, das ist jetzt mein ich versuche es. So. Der Fuhluchtdschungel. Wenn ich da an... Ja gut, wir können ja mal gucken, ob das machbar ist. Ist machbar. Gut. Quick fight it all. Ausrauben. Make quick rich. Unterstadt. Schwarze Pyramide. Aber ich kann da nichts bauen. Ich kann ein Ding bauen. Ein Ding könnte ich bauen. Na gut. Okay. Ja. Cool. Dann können wir den wieder austauschen. Trust him for now, now. Gut. Oh, Tails are mine. Oh ja. Gunnarskorn. Quick. Glänzend. Okay. Quick. Ja gut. Kampagnensichtfeld? Auch nicht schlecht. So, den noch töten. Der hat's halt überlebt. Aber eigentlich... Na gut. Okay. Passt. Ist immer noch in Ordnung. Du hast immer noch einen Befehl. So, der geht da rein. So, jetzt aber, oder? Fertig, damit ist die Armee dann wieder aufgebaut. Der braucht noch und tschüss. So, wenn ich das jetzt habe, passt es. Durch Plündern und blablabla. Dann möchte ich jetzt bitte eine Armee... Was nehmen wir da? Kriegsherr. Kann der was? Kann ein Kriegsherr was? Ich weiß es nicht. Also Assassine ist halt so, ja. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal einen Assassinen. Einfach weil ich wissen will, was kann der. Speer, Munition, Nachladezeit, Klingenmeist. Das ist für ihn. Okay. Das ist einer, der will Lords umbringen. Shuriken Jitsu. Schattenläufer, Gossenläufer. Verhüllung. Versteckt sich. Ratfu. Okay. Geht so. Geht so. Kann ich den austauschen gegen den Kriegsherrn? Weil der Kriegsherr, der kann Clanratten. Genau, genau. Der macht die Clanratten. Richtig. So. Moment.
Okay, der macht die Clan-Ratten. Yes. Gut. Also bekommst du Clan-Ratten. Du bekommst welche mit Schilden, welche mit Speeren, normale Clan-Ratten, solche. Na, machen wir jetzt einfach so wirklich Clan-Ratten, Clan-Ratten, Clan-Ratten. Dann vielleicht noch... Ich weiß nicht, bringt das was gegen Infanterie? Eigentlich... Nee. Schleuderer. Ja, aber die sind halt wirklich schwach. Vielleicht eher noch so ein paar... Stopp. Sowas hier noch. Genau. Seuchenmönche. Nee. Okay. Also das ist halt einfach so eine Bumsarmee mit Stuff. Master Commander. Wo kommt denn das auf einmal her? Okay. Interessant. Ja. Und dann noch einen Helden. Wenn ich Geld hätte. Wahrscheinlich würde ich einen Häuptling dazu tun, ja. Weil... einen zweiten Hexenmeister? Eschenzauberer. Ja, nee, das wird... Häuptling. Weil Häuptling hat den Vorteil... Der Häuptling bekommt... Hat der irgendeinen... hier, Führerschaft und Dings. Genau, der Häuptling kriegt das da. Für die Clan-Ratten. Ja. Wir machen den Häuptling. Okay, wer mag mich? Wer gibt mir Geld? Speak. Aranessa listens. For now. Want to slit throat? Dann halt nächste Runde. Ist ja egal. Okay. Dann nächste Runde. Ich versuche das jetzt. Einfach diese Clan-Ratten-Armeen zu bauen und gut ist. Und dann gucken wir mal. Na? Dann schauen wir mal. So, Clan-Ratten-Armeen bauen. Einfach damit ich mehr Fleisch, Schild und Wumms habe. Die Clan-Ratten sind ja nicht stark, die machen ja nichts. Die können auch sterben, das ist voll egal. Wichtig sind, dass die Hauptarmee stehen bleibt. Dass die Hauptarmee überlebt und stehen bleibt und es gewinnt. Das ist das Wichtige. Der Rest interessiert gar nicht. Überhaupt nicht. Weil dann kann eine Armee plündern, die andere kann den Hinterhalt legen. Wisst ihr? So in der Richtung. Und dann. Das gibt mir einfach Möglichkeiten. Klar, wenn die Clan-Ratten-Armee geblitzschlagt wird, ist doof. Sollte aber nicht passieren, wenn ich dann... Bitte greif an. Jetzt greift er hier doof an. Tschüss. Okay, das Geld war doof. So, der baut das alles. Wie gesagt, die will ich noch haben. Einfach damit ich ein bisschen Wumms noch habe. Und dann gibt es halt noch einen Häuptling dazu. Waffenmeister, entschlossen, Stratege. So. Rell. So. Ah ja, wir haben was gemacht. So. Der bekommt einfach irgendwas und Gutes. Übrigens, der da kann auch Stuff bekommen. Ich hab, ja, genau. Okay. So. Damit ist das fertig.
Ich weiß nicht, ob ich gleich noch eine zweite Armee bauen soll. Aber ich hätte schon Lust zu. Weil im Augenblick geht's vom Geld her. Aber ich glaube, ein Kriegsheer macht einfach mehr Sinn. Ne? Kriegsheer, ja, Kriegsheer, genau. Und dann bekommt der auch wieder einen Häuptling-Helden. So, wie heißt der jetzt? Liv. Okay. Liv, so. Untrusted Worm, Poison After. Genau, Poison After. Gut. Der noch. So. Wie viele Bumswaffen ich hier habe, ne? Schreiber ist sehr gut. Passt. Okay, das, dann. Die List. Das hier, das. Das, das, das. Ach so, kriegt der andere das auch? Ah, der hat das schon. Ja, ja. Okay. Wird natürlich alles jetzt ein bisschen teurer, aber egal. Der plündert noch. So, der verliert gleich alle seine Bewegung. Oh. Gut. Da habe ich ja gesagt, will ich noch warten, weil ich noch nicht weiß. So, Kommandant nicht bewegt. Erstens, der da muss ausbilden. So. Ja, wieso nicht ein paar Jazails? Ich habe hier so viel Jazails übrig. Ich könnte auch ein paar Giftwindmörser dazu packen. Dass es nicht nur Clanratten sind. Wisst ihr? I'm deadly. Ich würde die hier wegtun. Stattdessen vielleicht Jazails? Ich will nicht zu viel machen, das nicht, aber... Weil gegen kleine Feinde brauche ich das eigentlich gerade nicht. Das ist nicht so gut. Ist es einfach nicht. Kann ich hier Jazails bauen? Nö. Warum nicht? Okay. Ja, doof. Ja, puh. Also von jedem erstmal 8 Stück ist klar. Dann Jazails, okay. Ja, und dann vielleicht noch so ein Mörser. 2 Mörser. 2 Mörser, 2 Jazails. Das reicht dann. 2 Mörser, 2 Jazails, 2 Giftwindkrieger. Ja, dann habe ich... Ja, das ist gut. Das mache ich. Okay, pass auf. Mach mal alles weg hier. Mach mal alles wegmachen. So. Das da von jedem. So, dann 2 Jazails, 2 Giftwindmörser und 2 Giftwindkrieger. So. Dann habe ich hier Jazails, Mörser und Giftwindkrieger. Damit bin ich ein bisschen ausgelöst und habe von jedem 2 Stück gebaut. Mehr Geld geht hier gerade. Moment einmal, das ist ja... Stopp. Genau. Ich hoffe, ich baue hier gerade keine solchen Mönche. Nein. Okay, passt. Passt, passt, passt. Tretsch. Du kannst natürlich weiterlaufen. Laufen, laufen, laufen. Du läufst nach Hause. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Dann kannst du jetzt auch Force March und abhauen. Weil hier hat's nichts mehr. Dann gehst du jetzt einfach hier nach Hause. Und gut ist. So, passt. Der plündert ein bisschen, ist egal. Passt, 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 passt. Ich bin sehr gespannt, wie das mit meinem Geld bald ausschaut. Weil das geht jetzt krass runter. Wenn ich Pech habe, gehe ich sogar ins Negative. Aber das wird man sehen. Okay. Die letzten Verteidiger haben kein
Stuff mehr. Alter, ist schon wieder so spät. Holy crap, Aroni, Mann. Das ist so heftig. Ich muss noch essen. Kochen, Stuff machen, ja, ja. Wie immer halt, ne? Wird aber schon. Gut, ich weiß, ich werde, die Pilze sind nichts mehr. Ich hoffe, die Tomaten sind noch was. Mais muss noch weg. Ich habe noch Eier, um die ich mich auch noch kümmern muss. Ich muss in nächster Zeit muss ich ein bisschen mehr kochen. Ja. Sonst muss ich Zeug wegschmeißen, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. So. Oh ja, das Geld geht krass runter. Okay. Na gut. Der ist fast fertig. Das kennen wir ja schon. Tschüss. 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 Ah ja. Aha. Unterstadt fertig. Sehr schön. Geld, Nahrung. So. Stinks like a glacier. Forschen. Gibt's hier noch was? Gossenläuser, Schatz. Geschwindigkeit für Infanterie, das ist nicht schlecht. Das müsste ich mal machen. Hier die ganzen Rattenoger und alles. Jupp. So. Victory! Goldene Turm kann man angreifen. Hat der da unten noch was? Nö. Quick says no. Quick says yes. Time for things to die. So. Weg damit. Plündern darf er mal wieder nicht. So. Gut. Gut, hier fehlt jetzt noch ein solcher. Dann gibt's natürlich wieder die Giftwindkrieger. Zwei Stück, okay. Den Rest hole ich mir halt dann woanders her. Die. Ich find's seltsam, dass ich hier keine Chassails bauen kann. Machen wir's mal so. Einfach, damit wir hier vorankommen. Das Geld wird hier eh irgendwann eng. So, dann habe ich hier 6 Stück solche. Ich denke da hoch, schwupp. Dann habe ich noch 4 Dinger übrig, wo ich halt nochmal Clanratten mache, ne? Weil diese Armee soll ja bloß unterstützen. Fertig. Ende. Das soll eine Unterstützung sein. So, Tretsch. Feigschwanz. Dann gehst du runter. Der läuft hier hin. Eigentlich könnte ich mich doch auch einfach 4 Runden. Gehst mal dahin. Wo ist Tretsch? So. Ah, Wasser des ewigen Lebens. Da kann ich auch bauen. Sollte ich demnächst mal tun. Okay. Ja. Okay. Ja, Rell, du kriegst Clanrattenkrams. So. Yo. Ich habe dann nochmal Clanratten mit Schilder und Speere gebaut, ne? Ja. Giftwindkriege, so. Normale, nee, normale Clanratten und welche mit Speer und Schild. Okay. Ja, gut, nächste Runde. Ist jetzt egal. Der mag mich nicht. Pech gehabt. Okay, so, und dann haben wir hier eine Armee. Dort. Hier laufen wir rum. Okay. Ich werde aber mit dem wahrscheinlich woanders hingehen. Gucken, dass ich... Ich weiß es noch gar nicht. Will ich hier das Stuff dann ausrauben bei den Zwergen?
Ja, ich guck, dass ich langsam nach Karak 8 Gipfel gehe. Ich glaube, das macht Sinn. Mal schauen. Was ich jetzt mal machen könnte, wäre das hier endlich. Ich habe mich ewig davor gedrückt. Ich mache jetzt... Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch die Schlacht hier. So. Ich nehme so viel davon mit, wie ich kann. Jetzt müsste ich die Schlacht hier schlagen können. Genau. Er hat Warblitzkanonen. Habe ich aber auch. Und meine haben mehr Reichweite. Sobald ich die Fähigkeit aktiviere von meinem Warblock-Techniker. Dann kann ich seine Kanonen, nämlich mit meinen Kanonen, Katapulten töten. Was ich auch gedenke zu tun. Jaha. Genau. Ja, das sieht man dann. Ich glaube, heute ist Dienstag, oder? Ist heute schon Mittwoch? Ne, Dienstag. Okay. So. Gut. Das kenne ich schon. Mit seiner Rüstung und bla bla. So. Ich muss hier nicht schnell vordringen. So. Der hat hier nur Schleuderer der Skavensklaven. Das ist vollkommen egal. Ich mache das jetzt schön langsam, Stück für Stück. So. Hier kann alles draufböllern, was will. Das ist voll egal. So. Die haben Angst. Passt. So. Seine Warblitzkanone. Okay, noch nicht. Würde ich trotzdem gerne angreifen. Ich bin gespannt, ob die das hinkriegen. Können die so weit feuern? Können die das? Also sie versuchen es. Wow, die schaffen das sogar bis dahin. Okay. Erstmal nicht plänklern. Erstmal alles aufhören zu schießen. So. Gut. So, da kommt noch mehr Schwachsinn. Was ist hier passiert? Achso, ein Todeswart. Ja gut, ein Todeswart ist gefährlich. So. Genau. So. Möchtest du das Todeswart mal angreifen? Jetzt flieht es. Okay, ist gebrochen. Sehr schön. Interessant haben wir da hinten noch Stuff, okay. Irgendwas flieht, ist aber auch egal. So. Rattenoger, ja, ist egal. Also was auch immer da kommen möchte, voll egal. So. Was ist das hier? Ach, das ist das da. Den müssen wir töten. Sieg. Ja, töten. Okay. Interessante Schlacht. Also, ich musste den nur töten, um seine Rüstung wegzunehmen.
Okay. Ja, lustig. Dann ist jetzt Nevens Rüstung meine. Cool. Nehme ich. Gerne. Danke. Und ich krieg Geld. Mit dem Geld kann ich die andere Armee wieder ausbauen. Mit den Ratten und so, wo ich gesagt habe, mache ich nächste Runde. Das kann ich jetzt diese Runde machen. Auch wieder gut. Dann schauen wir mal. Geld wird langsam ein Problem, aber ich will diese Armeen einfach haben. Die Clan-Ratten sind nicht so teuer. Der Rest, ja, aber... Ne. Gut. So, jetzt sind wir bei 100% wahrscheinlich. Genau. Danke. Passt. So. Den Zwergentöter könnte ich auch noch machen. Vielleicht mache ich den auch gleich noch. Den kenne ich noch gar nicht. Den würde ich machen. Das wird spannend. Da hätte ich noch Lust zu. So, also nochmal welche mit Speer. Normal. Okay. Giftwindkrieger haben wir. Ja, und den Rest muss man halt sehen, ne? Da laufe ich dann woanders hin. Oder ich warte einfach die 5 Runden. Warte ich 5 Runden? Moment. Ich brauche jetzt Sales. Die habe ich hier gar nicht. Ja doch, hier in 5 Runden. Ja, aber da laufe ich schneller. Hier runter. Ja. Okay, passt. Dann. Yep. Okay, das kenne ich gar nicht. Eure Armee hat einen gegnerischen Hinterhalt nicht entdeckt. Okay, und er wird sicher die Oberhand gewinnen. Das ist jetzt gefährlich. Der Feind hat uns einen Hinterhalt gestellt. Ah ja. Okay. Tori Hammerfall. Also wenn du Tori... Oh, die Zwerge greifen aus dem Hinterhalt an. Falls sie wissen, dass Kriegsherr Gutgenag sie lediglich als Werkzeug ausnutzt, um Krieg zu produzieren, so scheint es sie nicht zu stören, denn sie verachten Kopfjäger mehr als jeden anderen Tagoraki. Die Zwerge werden sich wohl keine Gelegenheit entgehen lassen, einen Feind zu töten, der im großen Buch des Grolls eine besondere prominente Stellung einnimmt. Der Hinterhalt beginnt. Das ist dumm. Hinterhalt ist sehr gefährlich für mich. Aber okay. Dwarf Things. Look how they scurry to us on such little legs, racing to fight. We will give them battle. Yes. I'll take back Gouger and collect many beards this day. Yeah. No other rat must slay more than Mimi. Any who attempt to outkill Mimi will pay. Okay. Get them! Get them now! Musst du so weit nach vorne gehen, Priester? Okay. Erstmal ablenken. Na? Warblades charged! Rattling gun! Yes! Sneak! So. Okay. So. Wollt ihr mal anfangen zu schießen? Please. Okay. Lord of Skaven Blight. Okay. Clanratten sagen, es nähern sich noch mehr Bartdinger. Ganz toll. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Jetzt müssen die da alle abhauen. Ich kotze ab. Der Sieg ist nahe. Ja, ob das so stimmt. Ja.
rocket, shoot! Walk in the near! Ah ja. Boah, Alter. Krasse Schlacht. Die ist nicht leicht, die ist weit weg von leicht. Oh boy. Na dann, was ist das denn? Oh Gott! Ja, krass! Da kommt von hinten Warp-Dings. Wow! Ach du große Kacke. Das ist heftig. Das ist jetzt echt heftig. Okay, die Schlacht ist sehr krass. Oh boy, da muss ich ganz dringend und schnell drauf. Das ist alles andere als gut. Oh wow. Naja. Aua! Das ist heftig. Die habe ich nicht gesehen. Also einiges ja, aber das... Wieso wollt ihr denn da jetzt nicht angreifen, Leute? Das ist natürlich sehr schlecht von euch. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Das sieht ganz schlecht aus. Also der eine Hinterhalt war fies, aber das ist jetzt ultra gemein. Ja, ja, retreat, retreat. Wow. Ja gut, okay, da ist halt jetzt kaputt, was kaputt ist, ne? Das ist halt so. Aua. Oh boy. Zum Glück haben die kaum Buffs und nix, aber es tut trotzdem sehr weh. Ja, die sind so gut wie am Arsch. Big off. Naja. So. Eisendrachen, ja, die sind schon gefährlich. Also dass die von allen Seiten kamen, war schon echt fies. Wie soll man das denn schaffen, wenn man nicht eine mega krasse Armee dabei hat? Die ist jetzt schon gut, aber die ist halt mit dem Hinterhalt ganz schlecht. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Great crack!
Oh Mann. Wir hauen alle mal ab. Der Rest geht drauf. Please. Naja. Willst du nicht zaubern? Solltest du aber. Naja. Naja, naja. Auf keinen Fall einfach. Zum Glück habe ich so viele Ratten mitgenommen, aber... Also von allen Seiten war schon echt gemein. Vor allem dann halt auch nicht irgendwelche normalen Leute so armlos schützen oder so ein bisschen, ne, das auch wehtut, aber nicht so schlimm, aber Eisendrachen, Flammenwerfer und sowas, das war schon krass. Haben sie einfach nur gespiegelt. Ja, das ist natürlich faul. Obwohl, ne, hier sind keine Töpfe. Ja, ist nicht ganz gespiegelt, aber... Der schon, oder? Ja. So, wo hat er jetzt noch was? Da hinten. Ist noch nicht vorbei. Die Schlacht. Jetzt. Okay. Wow. Das war heftig. Also das war sehr krass. Puh. Wow. Fieser Hinterhalt. Das ist wow. Das ist heftig. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wie es halt immer so ist, so ist es. Okay. Ah, wieder zwei Katapulte verloren. Na gut. Ja gut, dann muss ich mich da jetzt dann eh gleich zurückziehen. Gut. So. Aua. Großes Aua. Also zwei Katapulte sind kaputt. Das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit zu sagen, Katapulte, tschüss, ich hole mir die Warblitzkanonen. Aber... braucht's das? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin mit den Kanonen, mit den beiden, die ich habe, gut. Die Katapulte, ich mag die schon. Die sind schon nicht schlecht. Weil ich halt diese 4-4-4 habe. Also 4 Splash gegen große Einer, also gegen große Truppenansammlungen. 4 gegen wichtige Ziele wie Helden und so weiter, mit den zwei Kanonen in Special Sales. Und dann habe ich halt noch die 4 Rattling Guns gegen Infanterie, gegen Single Target, gegen Fliegzeug, die sind eigentlich gegen alles gut. Ja. Ich mag dieses 4-4-4. Dieses 3x4, das ist schon gut. Dann habe ich noch 4 Helden in der Armee. Das heißt, ich habe 4-4-4 und dann noch 4 Nahkämpfer. Das heißt, ich habe 5x4. Das ist eigentlich klingt das sehr solide. So. Okay. Krieg. Du stehst da, natürlich wieder bescheiden. Ich werde das jetzt aber einfach mal einnehmen. Weil... Was hatten wir noch? Nix mehr. Genau, das heißt, ich hole jetzt hier... den goldenen Turm.
Ich nehme den jetzt ein. So, und dann holen wir uns zwei Katapulte. Dauert 4 Runden, ist aber egal. Die Zeit haben wir ja. Das gibt Geld. Und dann holen wir noch Mäuerchen. Das ist der goldene Turm, ne? Ja. Forschungsrat, öffentliche Ordnung, super Sache. Das kann weg. Das bleibt. So, der ist fertig. Dann kann der anfangen zu plündern. Das holen wir uns jetzt als nächstes. So, Leute. Wow. Wow. Ja, sag mal, wie findet ihr die Kampagne bisher? Ich finde sie sehr durchwachsen. Aber auch irgendwo cool. Na, irgendwo hat es was. So, Liv wird fertig. Der... geht jetzt dahin. So. Passt. Tretch braucht noch. Da ist noch Zeit. So. Rell ist soweit fertig, dass nur noch die Giftwindkrieger fehlen. Genau. Und die Katapulte kriegt er nicht, ne? Nein, Mörser Chesails. Genau, Mörser Chesails. Die kann ich hier unten bauen. Oder ich baue sie hier, aber das dauert. Ja, global geht gerade nicht. Nee, geh mal hier runter. Schön da runter. Hier habe ich Mörser und Dings, ne? Warblitzkanonen, Dingschalter, Katapulte, Mörser, Chesails, genau. Mörser, Chesails. Und was war das andere? Giftwindkrieger. Stink of Command. Die gibt's hier, ne? Nee. Hier, ja, nee, passt. Passt, perfekt, so. Gut. Jo. Okay, irgendwo hatte ich noch eine. Boah, aber wo? Ah ja, guckt mal, hier ist noch gar nichts. Krummzahnfeste müsste mal expandieren. Dingokratz muss nicht expandieren, aber da unten schon. Okay, hier, jo. Hier expandiere ich gar nicht mehr, ne? Irgendwo hatte ich noch ein Dingelchen, das komplett leer hier. Dann machen wir jetzt Geld. Your time with us. No. Let us hope what you have to say pleases the mighty sea. No, not this. Also Wasser des ewigen Lebens, das ist hier. Da kann man Geld machen und Stuff, ja gut. Okay, also da machen wir Geld. Wasser des ewigen Lebens. Da muss ich noch Geld machen bei den Echsen im wie hieß denn das Land? Nicht Lothan, Lustria. Ganz im Westen, Südwesten, Lustria, hinter der Meerenge. Oder hinter dem Meer. Genau, da muss ich hin. Da müsste ich mich auch noch ausbauen. Das geht gerade so langsam voran, ist nicht gut. Lustria, genau. Einfach damit ich auch mal nach oben komme. Zum nördlichen Dschungel. Weil da, es gibt noch so viele Untergrundstädte, die ich bauen kann. Jetzt mache ich aber erstmal den Wasser des Lebens Dingsel. Den Rest immer dann schon. Genau. Speak that thing. Du willst Frieden. Kannst du mich bezahlen?
dann nicht. Bringt mir ja jetzt nichts. Ne? Was will ich da hier? Frieden mit irgendwelchen Leuten, die mir kein Geld geben können und nichts. Okay. Plan Spittel später. So, Wasser. So. Das da und die Nahrung. Und das hier. Ist wichtig. So. Dann 1700. Wir können da ja mal hingehen und gucken. So, plündern. Plündern, plündern. Plündern, plündern. Gut, Quiek bleibt noch stehen. Der geht weiter. So. Stinks like a glacier. So. Der braucht noch. Moment, aber der kann doch auch hier hingehen. Und dann. Ah, kein. Geht trotzdem. So. Mörser. Chazales. Giftwindkrieger. Boah. Okay. Call me Lord Craventail. Ja, nein. Okay. Das Seltsame ist halt, ich habe jetzt hier hinten den Rekrug. Und der Rekrug hat eigentlich das. Ne, wo ist denn das? Der hat. Irgendwo hat der. Hier. Melee Defense plus 10 for Tretch Craventail. Ja gut, aber das ist egal, das braucht ihr alles immer. Also die sind so zusammen so, ja, aber dass der Buff ist so gering, whatever. Whatever, ist egal. So, ich kann mir den ganzen Bums aktuell nur leisten, wenn ich hier 2500 plündere. Das ist gut, das ist aber sehr gut. Wie lange ich das durchhalten kann, weiß ich aber nicht. Also wenn ich das weg hab, dann geht eine Menge Geld flöten. So, ich muss jetzt dann gleich aufhören. Also muss im Sinne von ich sollte. Ich muss wie gesagt noch Bewerbungen raushauen, kochen, essen, posten. Viel, viel wieder zu tun. Genau. Dann sehen wir weiter. Okay. Na gut. Macht keinen Unterschied. Egal. Eschen-Triaden. Die sollen auch gut sein, aber egal. So. Es gibt das da. Das da. Und das da. Und dann ist der voll. Dann habe ich zwei Chazales, zwei Mortars, zwei Giftwindkrieger. Der braucht noch. Das ist doof, aber egal. So. Auf nach Numas. Schafft er das überhaupt? Sieht so aus. Ja, schafft er. So. Freven. Und kaputt machen. So. Kannst du noch in Plünderlager gehen? Genau. Du kriegst nichts. Der da kriegt was. Should kill when get chance. So. Und der bekommt noch. Keine Ahnung. So. Der ist fertig. Untrusted worm. Poison after.
Achso, Talisman, okay. Der bekommt, er hat noch 5 Dinge. Okay. Grundchance, also, das ist nicht schlecht. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich gebe ihm das hier und das hier. Das passt dann schon. So. Der da, der braucht noch, der kriegt gerade nichts. Genau, hier ist jetzt die Frage. Wenn ich nicht mehr plündere, geht's Geld krass runter. Aber ich kann hier angreifen. Pyrrhus-Sieg, ja, das muss nicht sein. Es wird immer schlimmer. Auch interessant. Egal. Belagerung fortsetzen. Obwohl. Ja. Geht jetzt eine Menge Geld flöten, ist aber egal. Der goldene Turm. Was baut man hier noch? Nahrung. Ich glaube, ich baue wieder Nahrung. Ah ja, den können wir uns noch holen. Sehr schön. Sehr gut. Onno? Wo schicken wir den hin? Ich glaube, hier war ich noch gar nirgends. Ich mache zwar hier, aber das läuft sehr langsam. Oder ich gehe einfach mal hier so hin, Richtung Navarond. Dauert natürlich, aber hey, whatever. Dass hier nichts vorwärts geht, ist natürlich auch echt bedauerlich. Mark your time with us. Imray not this. My path. Well met this night. What do you forbidden? Ah, ist das ätzend. Na gut. Okay, das wird jetzt die letzte Runde sein, die ich noch spiele. Ich baue da drüben noch das eine Gebäude, sonst vergesse ich das. Und der Rest, ja, müsste dann passen. Dann machen wir Ende. Jetzt sind es nämlich dann 3 Stunden schon wieder. Ich bin heute erst um 10 aufgewacht. Das ist richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Dadurch ist halt... Jetzt haben wir schon fast 2 Uhr. Boom. What the heck, man. Du willst ein... Ja, vergiss das. Brauche ich nicht. So, Chaos Warrior. Tschüssikowski. Tschüss. Okay. Gut. Jetzt nicht. Das passt. Genau, den Krotz, den machen wir auch noch. Knochenarbeit. Einkommen. Nicht schlecht. So. Knapper Sieg. Ja, knapper Sieg reicht ja. Aber. Dann wird es wieder ein Pyrrhus. Ja, dann fortsetzen. Müssen wir jetzt noch nicht. Gut, gut. Onno macht sein Zeug, der macht sein Zeug, Liv macht... Liv ist fertig. Liv ist fertig. Das heißt, ich könnte jetzt anfangen, mir hier alles zu holen. Weil da oben ist voll egal. Na? So. Genau. Dass mich der so wenig mag. Krieg mit Zwerge. Aha. Na dann. Okay. Okay. So. Tschüss. Und plündern. So. Der ist schon mal fertig. Clanrat Training. Auch nochmal gut. Also jede solche Armee kostet 2000 bis 3000. Die kostet 5000, das ist natürlich sehr teuer. Keine Ahnung. Oh, warte. Das doch.
So. Okay. Hier gibt's halt nicht viel zu tun. Der braucht noch. Onno läuft. Rell bildet aus. Okay. Dann haben wir's. Cool. So, dann bin ich jetzt hier offiziell erstmal wieder fertig. Was sehr gut ist. Ich habe tatsächlich viel geschafft. Wir sind bei Runde 154. Für alle, die sich wundern. Runde 154. Ich habe nicht viel Stuff. Aber ich lebe noch. Ne? Ich lebe noch. Und es geht mir soweit ganz gut. Würde ich sagen. Es passt. Also von den Ratten bin ich aktuell noch die stärkste Kraft. Clan Vulkan ist stark. Mit dem würde ich halt gerne handeln und was machen, aber der will nicht. Und ich kann dem jetzt nicht dauernd Geschenke reinschmeißen. Das ist auf Dauer zu teuer, das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie ich... Wahrscheinlich müsste ich Karaz Akarak angreifen. Puh, ob ich das tun soll? Ich könnte. Wisst ihr? Vielleicht mache ich das auch. Dass ich die beiden Armeen, die ich jetzt hier habe, die mit dem anderen, die gerade noch da unten belagert, das mache ich noch. Dass ich die hochschicke zu den Zwergen. Genau. Krogar töten. Okay. Das heißt. Wow! Aha. Interessant. Okay. Aha. Gut, der könnte instant angreifen, wenn er wollen würde. So weit kommt der leider nicht, ne? Na gut. Ja, das muss ich jetzt noch schnell machen. Entscheidender Sieg, endlich. So, tschüss. So. Ja. Mauern. Das ist schon mal gut, dass wir hier einen Warpstein haben. Das ist aber sehr gut. Ich würde mal nochmal so eine Brutdingens bauen. Und dann vielleicht hier mal dieses Clan-Dingens. Ja, warum nicht? Bauen wir mal ein bisschen was anderes als das gewohnte immer. Gut. Hooded One watches me. Der hat Ja, wieso nicht? Stinks like a glacier. Auf den muss ich halt aufpassen, ne? Aber ist egal. So. Passt. Der Turm steht safe genug. Da haben wir was. Den da oben. Ja, doch. Blöde Wüste ist aber jetzt so. So. Onno läuft. Lief. So. Ich würde das jetzt langsam einfach mal alles abreißen. Die Dünen-Dingsies, die nerven da einfach nur. Einfach weg damit. Damit wir hier keinen Stress mehr haben. Das ist so einfach weg. Weil ich will mich in diese Richtung gerade gar nicht ausbreiten. Ich würde das... War das jetzt dämlich? Das war jetzt saudämlich, ne? Oh ja, das war saudämlich. Egal. Es ist wie es ist. Es war super dämlich. Holy shit, war das dumm. Super dumm. Okay. Nee, und dann werden wir jetzt langsam hochgehen, um Karak 8 Gipfel einzunehmen.
und den anderen Bums. I am great powerful warlord. You are impressed by my tail size. Yes, yes. Wisst ihr, das Ding ist, nachdem ich, das ist halt das Ding, nachdem ich gerade eben mal geguckt habe, was so Dinger hier wert sind, würde ich die lieber ausrauben. Bin ich ehrlich. Ich glaube, ich ziehe einfach mit diesen beiden Armeen plündernd oben durch und gut ist. Wisst ihr? Das heißt. Move again. Genau. So, da können wir hin. Und da können wir hin. Das sammeln wir uns jetzt. Der ist komplett fertig. Okay, dann kriegt er noch was. Nose Eye Dominate. Rüstung ist immer gut. Das ist gut. So. Und ansonsten Einkommen aus der Beute. Nach der Schlacht. So. Gut. Should kill when get a chance. Der nicht. Trust him for now, now. Erlass verfügbar. Erstmal öffentliche Ordnung. So. Okay. Ich komme nicht dazu aufzuhören. Leute, helft's mir doch. Oh, ich bin schon wieder zu viel am Zocken. Weil ich mir halt auch, weil ich dauernd Angst habe, das vergesse ich, das mache ich nicht mehr, das läuft nicht mehr, dann da, dann hier, dann da. So, Krokka, was machst du jetzt? Okay. Okay. Belagern oder angreifen? Belagern oder angreifen? Belagern. Sehr schön. Dann kann ich das crushen. Die anderen Armeen müssen hoch. Ich will das halt noch fertig machen. Das ist das Ding. Ich möchte es noch fertig machen. Einfach damit ich mit meinen Armeen da hochgehe. Weil Tretsch. Los. Nee, ich will da beide Armeen hoch haben. Also, was ich mir holen möchte, ist das ganze, der ganze Osten hier. Der ganze Ostblock, den möchte ich gern haben. Westen ist aktuell vollkommen egal. Bin ich ehrlich. Ich muss, glaube ich, bei der Höllengrube noch Gebäude bauen. Und mal schauen gleich. Jupp, hier fehlen noch Gebäude. Ja doch, Geld ist wichtig, Nahrung ist auch wichtig. Okay. So. Also. Littermaster. So. Littermaster, okay. Kein Packmaster, sondern ein Littermaster. We go stalking. Okay. We stalk. Yes, yes. Guide us, wounded one. Okay, der geht erstmal dahin. Der läuft schon mal. Der tötet da. Tschüss. Quick fight it all. Gut. No trophies today. So. Der geht hierhin, genau. Und Quick kann dann so dadurch. Okay. Das heißt, der rennt dahin. Der könnte auch dorthin.
Ja, wenn es nicht klappt, zur Not renne ich zurück. Der kommt nicht in einer Runde zum Goldenen Turm. Das kann man voll vergessen. Ich mach die jetzt, dass ich weiß, dass die zusammengehören. Der hat noch keins. Den kann ich nicht umbenennen. Oh. Warte mal. Ja, doof. Warte mal. Aber das ging. Okay. Dann machen wir das so. So. Genau. Tretsch. Okay, und Quiek hat noch keinen. Quiek bräuchte noch einen. Den könnte ich mir holen, aber ist halt schon wieder teuer. Wäre aber nicht schlecht. Aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Too weak to betray. Gut, so, dann weiß ich jetzt, wie es abgeht. Okay, dann kann ich demnächst Stuff bauen, Geld machen, Untergrund aufbauen. Ich glaube, ich habe es jetzt nach 156, 157 Runden endlich geschafft, dass ich solide dastehe. Irgendwie, ohne Neuladen, legendär, Clan Mors, Skaven. Ich krieg's irgendwie gebacken, auch wenn ich sehr viel Autoresolve mache. Das finde ich persönlich selbst doof, bin ich ehrlich. Finde ich blöd. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Ich müsste mehr selbst spielen. Ich traue mir die Schlacht nur einfach nicht zu. Bei den Lizards kenne ich mich einfach aus, hier nicht gut genug. Na, manche Schlacht, also die eine Schlacht mit Krogar zum Beispiel, ja, habe ich gespielt. Musste ich ja auch, habe ich verloren. Fand ich doof. Fand ich richtig doof. Gut, die Armee war aber auch nicht so stark. Ich glaube, jetzt, wenn ich diese Doppelarmeen habe, müsste ich stärker dastehen. Aber das sind alles Dinge fürs nächste Mal. Ich mache jetzt hier wirklich Ende, sonst bin ich wieder bis heute Abend dran, habe wieder nichts gemacht. Unterstadt fertig. Ja, Glückwunsch. Nächstes Mal. So, ich bin hier durch. Danke wie immer fürs Zuschauen. Auch wenn es wenige Kämpfe waren, hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ich glaube, künftig gibt es mehr Schlachten, die ich persönlich schlage. Mal gucken. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann, ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.